euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben heute, wie ihr ja gelesen habt, spannende Themen ausgewählt und wir sind ganz selber sehr beschenkt worden, als wir diese Themen vorbereitet haben. So, aber als erstes möchte ich nochmal herzlich Danke sagen für alle Zuschriften von dieser Woche. Das war wirklich wieder sehr reichhaltig, sehr ermutigend, ja, sehr erfrischend. Und wir nehmen wahr, dass ihr die Themen, die wir bewegen, wo wir zusammen durchgehen, dass ihr die auch aufnehmt. Und so hatten wir letzte Woche gesprochen über Ziklag in meinem Teil und uns haben verschiedene Leute angeschrieben, Ziklag findet gerade bei mir zu Hause statt. Also egal, wo du wohnst, da gibt es Situationen, die tatsächlich aussehen, sich so anfühlen und so den Inhalt haben wie Ziklag. Und Ziklag war der Ort, wo die große Enttäuschung von David war, aber der Herr hat ihn siegreich herausgeholt. So, wir haben Leute zugeschaltet, das ist wirklich so besonders. Die schreiben uns an von Südafrika, von Israel, von Zypern, von Teneriffa, von Frankreich, von der Schweiz, Österreich, Holland. Also durch YouTube ist es möglich, dass sich wirklich viele Leute dazuschalten. Genau, und jetzt komme ich zu USA und zu Deutschland. Wow. Denn in USA lebt eine ältere Dame, die uns angeschrieben hat und die hat mich so beeindruckt, weil sie so feurig ist. Und von daher grüßen wir ganz, ganz herzlich jetzt Ursula Anastasia, die seit 60 Jahren in Amerika lebt. Und ich habe mich gewundert, wie stark noch ihre deutsche Sprache vorhanden ist. Sie hat wirklich total aufgeregt, positiv geschrieben, hat diese Gottesdienste über YouTube, hat sie an ihre Verwandtschaft weitergeleitet und hat das so verbreitet, weil sie so gesegnet war. Denn ihr Herz schlägt immer noch für Deutschland. Und Anastasia, wenn du jetzt zuschaust, ich möchte für dich beten, denn Anastasia ist 80 Jahre alt. Und mich erfrischt das selber, wenn ich Menschen begegne, die einen Glaubenslauf gelaufen sind, unter vielen Herausforderungen, unter Krisensituationen und trotzdem immer noch diese feurigen Herzen haben. Und so wollen wir jetzt beten für dich, Anastasia. Herr, ich danke dir für Anastasia, dass du ihr Leben gewollt hast, dass du sie berufen hast, dir zu dienen, dass sie ihr Herz dir, Jesus, gegeben hat und dass du deine Hand auf ihr Leben gelegt hast. Und ihr Lauf ist noch nicht zu Ende und du hast noch mehr für sie. Und ich bete, Herr, dass du sie beschenkst, dass du sie auf diesem letzten Lebenslaufabschnitt, dass du sie beschenkst mit Kraft, dass sie wirklich aushält bis zum Siegestag, der kommen wird und dass du sie kräftigst, dass sie nicht müde wird im Laufen. Und ich danke dir, dass deine Hand auf ihrem Leben liegt. Amen. So, wenn ich das bete, Amen, dann ist das genau unser Gebet für euch alle. Für die, die zuschauen, ist das genau unser Gebet, dass ihr im Laufen nicht müde werdet, dass ihr nicht matt werdet, dass eure Schritte gefestigt sind in Gott. Und das ist ja gerade der Punkt. Wenn ein Gebet gesprochen wird, was so, sagen wir mal, allgemein ist oder für jemand anders ist, und du merkst, dass du dich da andocken kannst, du sagst, das wünsche ich mir auch für mich, dann musst du einfach sagen, ich nehme es. Das ist dieses, wir hatten da schon drüber gesprochen, I receive. Dieses Ausstrecken und sagen, das nehme ich für mich, das ist für mich, da klicke ich mich ein, das beanspruche ich einfach so für mich. Ja? Und das ist etwas, was wir lernen müssen, aktiv zu sein. Ja? Weißt du, die Segnung Gottes muss man aktiv beanspruchen, nehmen. Das stimmt. Der Herr bietet es uns an, aber wenn wir es nicht nehmen, dann
werden wir mit leeren Händen weiter durchs Leben gehen. Ne? Ja. Das haben wir von den Afrikanern gelernt. Da ist dieses I receive, ja, also einfach wie eine Proklamation. Ich halte das fest. Das nehme ich für mich. Ne? Genau. Ja, und dann kommt jetzt was ganz, ganz Besonderes. Wir haben einen Brief bekommen, einen großen Brief. Wir haben etliche Briefe bekommen. Ja, aber dieser war besonders und diesen Brief, den möchten wir euch zeigen, weil der kommt von Deutschland, von dem jüngsten, wahrscheinlich jüngsten Teilnehmer. Der hat das nicht mit uns abends angeguckt, den Gottesdienst, sondern er hat es wohl ein, zwei Tage später angeschaut mit seiner Mama. Und dann haben sie uns angeschrieben, weil er war so bewegt von dem, was er gehört hat, dass er sich gleich hingesetzt hat und hat ein Bild gemalt. Ja. Und das ist Friedemann Hubert. Ich zeige euch mal Friedemann Hubert. Genau. Er ist 4 Jahre alt. Friedemann Hubert ist stolze 4 Jahre alt. Genau. Und er war so begeistert, dass er dieses schöne Bild gemalt. Martin ein Bild gemalt hat. Und das Bild hat den Titel, nicht der Teufel kommt zu dir, sondern Jesus, sei still. Okay. Also das ist schon Richtung eher etwas Moderne. Ne? Aber wenn man weiß, wie der Titel ist, dann kann man sich gut andocken. Sehr feurig. Ich sage dazu, I receive. Sehr feurig, rote Farbe, spricht für Feuer, spricht auch für Pfingsten, das Pfingstfest, in das wir jetzt übermorgen reingehen. Und ich habe den Martin gefragt, sag mal, wie ist das denn mit diesem, mit diesem Pfingstfest? Pfingsten. Und ich habe viele seiner Seminare über die 7 Feste natürlich mitgehört, mitgestaltet. Und die schönste, für mich bewegendste und aussagekräftigste Stelle ist die mit dem Afikoman. So, das ist jetzt ein Wort, was vielleicht nur einige von euch schon mal gehört haben, gelesen haben, aber das Afikoman. So, und das hat was mit Pfingsten zu tun. Und ich habe gehört bei dir, viele behaupten oder sagen oder lehren, dass die Jünger, die ja in Jerusalem warten sollten, dass sie ja nicht gewusst hätten und sie hätten ja endlos warten können oder irgendwelche solche Dinge. Aber ich habe den Martin jetzt gebeten, dass er uns kurz dazu ein bisschen was sagt zu diesem Pfingstfest und zu dem Afikoman. Okay. Jetzt. Also, es geht um die biblischen Feste, die im Alten Testament enthalten sind. Ja. Da haben wir erstmal 7, eigentlich plus ein Fest. Mhm. Darüber haben wir viel gearbeitet und diese kleine Buchserie geschrieben. Und die ersten 3 Feste sind im Frühling, danach kommt das Wochenfest, das ist Pfingsten, und dann gibt es noch 3 Feste im Herbst. Genau. Und die ersten 3 Feste plus Pfingsten stehen für die Feste, die schon erfüllt sind. Und die anderen 3, die noch verbleiben, die sind für die noch ausstehende Zeit, also die sind prophetisch noch auf uns zukommt, ne, werden sich genauso erfüllen wie die Feste, die von der prophetischen Bedeutung, die sich schon erfüllt haben, wo der Herr schon das einfach, was da, sagen wir mal, kodiert ist, einfach umgesetzt hat. Gut, jetzt ist also Folgendes. Bei dem Passafest gibt es diesen berühmten Abend, den Sederabend. Ja. Hast bestimmt schon mal was davon bestimmt gehört. Mit diesem Sederteller und den verschiedenen Speisen und so weiter. Und da gibt es an einer Stelle in diesem Ablauf, gibt es Folgendes, da gibt es eine Situation, da sind 3 übereinander liegende Scheiben Matzot. Ja, wir haben hier mal so 3 kleine mitgebracht. Warte, ich halte die mal. 3 übereinander liegende Scheiben Matzot, also normalerweise auf dem Teller und so weiter. Schön, sehen, ne? Gut. Und dann wird in der ganzen Zeremonie, wird die mittlere herausgenommen. Ne? Und wird gebrochen, das brauchen wir nicht mehr, und kommt in ein Leinentuch, also eine Serviette oder wie hier ein Taschentuch, wird das reingepackt und dann geht der Vater und versteckt das irgendwo. Also der Hausvater, der Papa? Ja. Weil es ja eigentlich ein Familienfest ist. Es ist immer ein Familienfest. Derjenige, der also da der Boss ist, ne? Ja. Der versteckt das irgendwo.
Und zu einem späteren Zeitpunkt in dem Ablauf, da ist es so, dass die Kinder ausschwärmen und die suchen das. Ne? Die suchen, wo dieses zerbrochene halbe Matzen ist. Ja. Und dieses Kind, das das findet, ruft laut, ich habe es gefunden, ich fand es, rennt zum Vater. Und der Vater macht Folgendes. Genau. Wenn das Kind zu ihm kommt, dann gibt er dem Kind eine Verheißung, ein Versprechen, eine Zusage. Ja. Das ist seit Jahrtausenden so im Judentum oder in Israel. Und wird in jedem Jahr, bei jeder Feier, auf jeder Familie, überall auf dem Globus, wird das gefeiert. So, und es gibt diese Verheißung. Das ist die Verheißung des Vaters. Ja. Und die Verheißung ist etwas, was sich dann einige Zeit später einlöst. Der Vater muss es einlösen, ein Geschenk, was er zu einem späteren Zeitpunkt gibt. Und das ist der Zeitpunkt vom Wochenfest. Das Wochenfest findet 7 Wochen plus 2 Tage nach diesem Sederabend statt. Ja. Ist jetzt zu kompliziert, das alles zu erklären. Aber bei diesem Wochenfest gibt es die Verheißung des Vaters. So, und das Wochenfest ist Pfingsten. Ja. Pfingsten kommt aus dem Wort He Pentecoste, das heißt der 50. Tag. Das ist die Zählung, die dann da läuft, die sogenannte Omerzählung. Und der hebräische Begriff Wochenfest Shavuot, da heißt einfach der Wochen. Ja? So, das heißt, die zählen also diese 7 Wochen und dann am 50. Tag gibt es eben das Fest, beziehungsweise wir sagen Pfingsten, das ist genau der gleiche Begriff. Ja. Gut, und dann ist es eben so, dass das Kind die Verheißung des Vaters bekommt. Als Jesus jetzt die Formulierung gebraucht hat, wartet, da gibt es die Verheißung des Vaters. Ja, da wussten die Jünger natürlich 100%, das Wort Verheißung des Vaters war mit dem Wochenfest verbunden. Und sie wussten genau, an diesem Tag, an diesem Festtag, da gibt es dieses Geschenk. Genau, wegen dieser Zählung der 50 das Tage. Das war allgemein bekannt. Also die Formulierung war so, dass jeder wusste, das ist etwas, was mit diesem Shavuot, mit diesem Wochenfest verbunden ist. So wussten sie also, es gibt irgendwas Besonderes an diesem Tag. Ja, ich glaube nicht, dass sie wussten, was gemeint ist. Ich glaube auch nicht, dass sie sich das vorstellen konnten. Aber sie wussten auf jeden Fall, welcher Tag es war. Und dann war es ja so, im Tempel wird morgens um 9 etwa, wurde das Opfer dargebracht. Ja, und wurde von den Priestern in einem sogenannten Schwingopfer vor dem Herrn erhoben. Und genau zeitgleich, als das passierte, fiel also eigentlich wenige 100 Meter vom Tempel entfernt, dann in Jerusalem, also der Heilige Geist, auf die wartenden Jünger. Ja. Und ab dann war alles anders. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und das ist eben mit diesem Afikoman, mit dem gebrochenen Matzen verbunden. Und nochmal, um das ganz kurz zu erklären, die 3 Scheiben stehen natürlich für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn wird herausgenommen aus der Dreieinigkeit, sein Leib wird gebrochen, wird in Tücher hinein gewickelt, wird dann versteckt und wer ihn findet, siehe, er lebt, ja, der kriegt die Verheißung des Vaters. Das ist wirklich eine super coole Geschichte, die dort schon im Sederabend und dann bei dem Wochenfest Shavuot da enthalten ist. Und jeder von uns hat dieses hier genau so erlebt. Nämlich, als wir verstanden haben, dass Jesus aus dieser Dreieinigkeit herausgenommen wurde, dass sein Leib für uns gebrochen wurde, dass er ins Grab gelegt wurde, aber dass er nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist für jeden von uns, der das glaubt. Das ist ein Wunder in unserem Leben. Das ist ein Geschenk in unserem Leben. Und wenn du dann zu dieser Verheißung des Vaters kommst, zu diesem Geschenk des Heiligen Geistes, der in uns ausgegossen ist, dann ist das für mich nochmal wie etwas, was zur Vollendung gekommen ist, was zur Vollendung gebracht wurde. Dann ist alles erfüllt. Und das war das, woran ich mich heute erinnert hatte, dass wir ja Pfingsten feiern. Und wenn du die Gelegenheit hast, nimm Brot und Wein, brich dieses Brot. Und es heißt ja in dem biblischen Wort, was Jesus sagt, erinnert euch, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Denk dran, was Jesus für dich
getan hat. Er wurde gebrochen und er ist von den Toten auferstanden. Ja, und dann eben Pfingsten. Und dann Pfingsten. Direkt damit verbunden. Weißt du, Christenleben ohne Pfingsten, ohne ein persönliches Pfingsten erlebt zu haben, das ist echt mühsam. Ja. Das ist richtig häufig staubtrocken und so weiter. Aber wenn du die Kraft des Heiligen Geistes, die Nähe Gottes, seine Wirkungsweise, gar vielleicht ein Wunder erlebt hast, dann merkst du, da ist eine ganz andere Dynamik drin. Weißt du, es gibt viele Christen, die sind so, wie soll ich mal sagen, die sagen, das hat alles aufgehört. Das gibt es nicht mehr. Geistesgaben gibt es nicht mehr. Das Wirken des Heiligen Geistes gibt es nicht mehr. Prophetie gibt es heute nicht mehr. Das ist alles mit der Bibel beendet gewesen. Du kannst dir nicht vorstellen, das ist so ein mühsames, dröges, trockenes Christenleben, was damit verbunden ist. Und dann bist du ruckzuck in Religiosität oder Gesetzlichkeit. Ja. Und das soll nicht für dich und mich gelten. Wir strecken uns aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wissen, Gott hat mehr für uns. Viel, viel mehr, als wir bis jetzt gesehen oder erlebt haben. Es gibt immer mehr, immer mehr. Jemand, der ja hier wie diese Ursula da, Anastasia, 80 Jahre vielleicht schon alt ist und wer weiß, wie viele Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs ist, es gibt immer mehr. Ja. Es gibt immer mehr. Größter Mann oder Frau Gottes, es gibt immer mehr, es gibt immer mehr. Der Herr hat immer mehr. Wir können niemals seine Möglichkeiten, seine Liebe, das, was er uns gibt, ausschöpfen. Es ist immer mehr für dich da. Ja. Und wenn du was brauchst, ich sag dir, es ist genug da. Ja. Es geht darum, Receive. Du musst es nehmen. Du musst lernen, zu empfangen aus der himmlischen Dimension von dem, was Gott dir geben will. Und gerade für unsere Kinder, wenn du Kinder hast oder wenn du schon Kindeskinder hast, dann gilt das genauso, dieses Gott hat mehr für dich. Bring das immer wieder im Gebet für deine erwachsenen Kinder vor den Herrn und bring es für deine kleinen Kindeskinder vor den Herrn und sprich ihnen das zu. Es gibt mehr bei Gott und es gilt für jeden von uns, dass wir nicht da stehen bleiben wollen, was wir bis jetzt an Erfahrungen haben, wo wir bis jetzt hingekommen sind, wo wir sagen, ja, das ist eben schon immer so gewesen. Nein, wir strecken uns mehr aus, nach mehr von Gott. Ja. Und deswegen ist das hier auch, wenn wir hier mit euch diesen Abend gestalten, das ist unsere Kernbotschaft. Streck dich aus nach Gott, nach mehr von ihm, mehr vom Heiligen Geist, mehr vom Sohn und mehr vom Vater. Da möchte ich noch mal was zu sagen. Vor vielen Jahren hat mal ein Freund von mir gesagt, ach weißt du, wenn der Herr möchte, dass ich im Geist getauft werde, dass ich in Zungen spreche und so weiter, dann wird das mir schon schenken. So funktioniert das nicht. Der Herr tut dich nicht überwältigen oder noch krasser gesagt nicht vergewaltigen. Er tut dir das nicht aufzwängen, sondern es ist eben dieses Empfangen. Guck, die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber werden alle Menschen gerettet? Natürlich nicht. Es werden die gerettet, die es in Anspruch nehmen. Genau. Und genauso ist das mit allen geistlichen Dingen. Was du in Anspruch nimmst, wonach du dich ausstreckst, wo du sagst, Herr, das will ich haben, wo du aktiv bist, das empfängst du. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du es nicht empfangen. Also es hat auch was damit zu tun, dass wir uns ausstrecken. Es ist kein Automatismus da drin. Ja? Du kannst dich nicht aufs Sofa setzen und sagen, oh Herr, mach. So funktioniert es nicht, sondern es ist tatsächlich dieses Ausstrecken, Empfangen und dranbleiben. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber es lohnt sich absolut. Es ist absolut genial, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Genau. Also wir hatten das jetzt nicht so ganz so vorbereitet, aber wir denken, dass es für den einen oder anderen jetzt wirklich ins Leben und ins Herz hineingesprochen hat. Etwas spontan. Moment. Hier. Okay. Hier. Dieser nette Freundesbrief, den haben viele von euch bekommen. Wir haben noch welche da. Also, du kannst den auch gerne bei uns bestellen. Schreib uns einfach ein kleines Mail oder so. Sag, willst 10 oder 20 haben für Hauskreise oder zum Verteilen oder sonst was. Wir schicken dir die gerne zu. Allerdings, wenn du den in der Gemeinde auslegst, frag bitte vorher den Pastor. Ja, nicht, dass der in Ohnmacht fällt, wenn er sieht, was da alles ausliegt. Das muss also schon abgestimmt sein. Aber für dich, wenn du sagst, das ist eine gute Sache, ich möchte dieses prophetische Wort weitergeben, einfach ein kurzes Mail. Wie gesagt, wir haben noch welche und wir können es auch nachgucken. So, aber wir haben gemerkt an den Reaktionen auf diesen Freundesbrief, was für ein großer Hunger
in unserem Volk ist, nach dieser Bewegung Gottes, nach der Offenbarung Gottes, nach Zeichen und Wundern, nach dieser großen Erweckung, für die manche schon so viele Jahre glauben und beten. Und manchmal werde ich an Simeon erinnert, der diese Verheißung hatte und immer in den Tempel gegangen ist und gewartet hat, dass endlich diese Verheißung in seinem Leben zustande kommt. Und es kam der Tag. So, und wenn wir jetzt hier diese... Moment mal, das musst du erklären. Wer weiß denn schon, wer Simeon ist? Simeon ist eigentlich noch der vom Alten Bund. Meistens kennen wir die Geschichte, wenn wir die Weihnachtsberichte lesen, diese, als Jesus geboren ist, als Jesus mit 8 Tagen in den Tempel gebracht wurde und dann kommt er zu Simeon und Hanna. Zur Beschneidung. Zur Beschneidung, genau. Und Simeon hatte diese Verheißung, das ist auch eine Verheißung des Vaters gewesen. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias gesehen hast. Ja. Und das dauerte. Ich möchte alle die jetzt gerade an dieser Stelle ermutigen, die schon so lange glauben, dass es nochmal eine Geistausgießung geben wird, dass es nochmal eine große Bewegung geben wird, gerade in unserem Volk, dass es nochmal zu diesem Erweis des Geistes und der Kraft kommt. Amen. Und in einigen Berichten hören wir das schon. Es knistert, es ist, ein Pastor hat vor ein paar Jahren zu mir gesagt, der Himmel drückt. So, das fand ich einen witzigen Ausdruck, weil... es ist etwas am Entstehen. Und Simeon hat gewartet. Und versteht ihr, der Punkt war, ich glaube persönlich nicht, dass Simeon wirklich ein 8 Tage altes Baby erwartet hat. Simeon kannte die Verheißungen der Propheten. Auf seiner Schulter ist gelegt Weisheit, Rat, Kraft, ewig Vater, Friede, Fürst, er wird regieren, er wird herrschen, er ist der Retter. Und dann kriegt Simeon die Offenbarung in diesem Baby, das ist er. Versteht ihr? Das, was kommen wird, dieses Kommende, was der Herr geben wird, wird anders sein, als wir es in unserem Erfahrungshintergrund haben und erwarten. Davon können wir ausgehen. Ja. Und trotzdem, an diesem Bericht ist mir immer am wichtigsten, Simeon hat festgehalten. Er ist nicht einfach davongelaufen und hat gesagt, nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren, wir wissen ja nicht, wie lange war dieser Zeitraum, wann hat er diese Prophetie bekommen. Aber das Wichtige ist, Simeon ist treu geblieben. Und er ging ins Haus des Herrn und er hat Gott angebetet und er hat bestimmt Ausschau nach der Verheißung gehalten. Und das ist das, weshalb wir auch diese Gottesdienste machen. Dass wir Ausschau halten wollen, dass wir die Leute ermutigen wollen, dass wir sagen, bleib dran, der Herr wird etwas in unserem Land tun und auch in der weltweiten Erweckung, die kommt. Amen. Das letzte Mal gesagt hatten, auch über Ziklag, über diese alttestamentlichen Berichte. Ich habe heute einen Bericht auf dem Herzen, in dem möchte ich euch jetzt mitnehmen. Die Überschrift war ja Krise, Stress, Ausweglosigkeit und wir mittendrin, du und ich, mitten in der Krise, mitten im Stress, mitten in dieser festgefahrenen Situation, in dieser Ausweglosigkeit. Und wenn ich biblische Geschichten lese im Alten Testament, ich hatte ja gesagt, ich nenne es eigentlich lieber Berichte, weil das mit den Geschichten immer so ein bisschen so... nach Märchen klingt. Ja, so, ich erzähle dir meine Geschichte. Es sind tiefe Wahrheiten darin beinhaltet. Wahrheiten, die heute in unserem Leben greifbar werden. Und ich habe heute einen Text, da wurde ich in dieser Woche dran erinnert. Das ist ein Text aus
2. Mose 15, 22 bis 27. Es sind also wenige Verse nur. Und es lohnt sich, diese Verse zu lesen und den Herrn zu fragen, was hast du mir in diesem Bericht persönlich zu sagen? Krisen, Ausweglosigkeit. Ich habe auch in dieser Woche wieder die Gebetsanliegen aufgenommen, studiert, darüber gebetet. Manchen habe ich schon geantwortet, andere bekommen noch eine Antwort. Aber es ist sehr viel Bedrückung im Moment da. Es gibt Leute, die rufen an, auch wegen der Bedenken ihres Jobs. Da sind so viele Ausweglosigkeiten drin, die Menschen empfinden. So viel, wie soll ich sagen, so viel Fragen. Gott, wo bist du in diesem Ganzen? Und hier in diesem Bericht, in dieser Begebenheit, die dort geschildert wird, finden wir uns unter Umständen wieder. Oder du hast bestimmt schon solche Situationen in deinem Leben erlebt. Was war passiert? Worum geht es hier eigentlich? Also das Volk Gottes, sie waren aus Ägypten unter mächtigen Erweisen Gottes herausgeführt worden. Sie hatten gerade dieses Meer der Unmöglichkeiten hinter sich gebracht, waren siegreich auf der anderen Seite angekommen und ich kann mir vorstellen, dass sie gejubelt haben. Und du liest in diesem Text kurz vorher, da geht es um das Lied der Erlösten. Da lesen wir in Vers 3, der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Und in deiner Gnade hast du uns geleitet, das Volk, das du erlöst hast. Du hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und jetzt sind sie unterwegs. Die Verheißung war die, wir sind unterwegs in unser verheißenes Land. Milch und Honig, wunderbar, auf, pack die Sachen, Sturmschritt, ein bisschen schneller. Die konnten es kaum erwarten, in ihr verheißenes Land zu kommen. Vielleicht hast du auch Zusagen bekommen, prophetische Worte, vielleicht auch Zusagen Gottes, ich habe eine Verheißung für dich, eine Berufung, ein verheißenes Land für dich. Und jetzt marschierst du los und du erwartest, dass das also nicht lange dauert und du bist da. Sie waren unterwegs, aber nicht irgendwie irgendwo, sondern sie waren unterwegs in der Wüste. Das ist eine Erfahrung, die manche von uns in ihrem Leben schon sehr drastisch und sehr deutlich erlebt haben. Und vielleicht bist du jetzt der Meinung, dass du dich wie in einer Wüstenzeit oder in einer Wüste befindest. Wüste ist gleißend helles Licht am Tag, Hitze ohne Ende und in der Nacht sehr kalt. Und manche unserer Herausforderungen, manche unserer Situationen fühlen sich genauso an. Wenn du krank bist, wenn du irgendwelche Probleme im Moment hast, wenn du Sorgen um deinen Arbeitsplatz hast, die Finanzen, die Kinder, was auch immer es ist, es fühlt sich für manchen genauso an. Die Hitze am Tag und die Kälte in der Nacht. Du kannst nicht schlafen und du weißt nicht, wie komme ich aus dieser Situation heraus. Was ist mit dieser Straße in meine Berufung? Was ist mit den Verheißungen? Wir wollten doch unterwegs sein und jetzt das. Was war passiert? Das Volk Gottes war 3 Tage unterwegs und dann war ihr Vorrat an Wasser aufgebraucht. Schau, in der Bibel ist Wasser immer auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ihr Wasser war aufgebraucht. Sie hatten nichts mehr, wo sie drauf zurückgreifen konnten. Nichts mehr, was sie am Leben erhalten hätte. Und überall, wo sie geguckt haben, war kein Wasser zu finden. Das war eine Situation, die wirklich für dieses Volk schlimm war. Hatten die sich das so vorgestellt? Waren das ihre Erwartungen gewesen? Die Verheißungen haben doch wirklich anders geklungen. Aber
als sie aufgebrochen waren, da war es noch so gewesen, wir schaffen das, wir gehen und wir werden das schon zurechtbiegen. Aber nach 3 Tagen kommt diese entsetzliche, herbe Enttäuschung. Nämlich die Hitze und das Laufen waren so mühsam und so herausfordernd, dass sie wirklich nicht wussten, wie sie jetzt aus dieser Situation herauskommen sollten. Und weißt du, was dann passiert, wenn wir in diesen Situationen uns befinden? Da gibt es in uns so ein Gefühl von Unmut. So etwas Negatives steht auf. So etwas, unsere Stimme ändert sich, wir beißen die Zähne zusammen und das kommt dann irgendwann zwangsläufig zum Murren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Murren. Bei dem Volk Israel war es so, dass sie sofort angefangen haben, Mose anzuklagen. Hey Mose, du hast uns doch rausgeführt aus Ägypten und jetzt das hier, das hättest du doch wissen müssen. Das ist doch etwas, was absehbar gewesen ist. Wenn wir in Ägypten geblieben wären, da war Wasser ohne Ende. Wir hatten nie Mangel an Wasser. So, also sorg du dafür, dass jetzt hier was beikommt. Am 3. Tag, so liest du das in dem Text, am 3. Tag sehen die Ersten, die vorne laufen, in der Ferne glitzert es. Und sofort ist der Gedanke da, Wasser, da vorne ist Wasser. Und die Ersten rennen bestimmt im Sturmschritt mit allem, was sie noch an Kraft haben, auf dieses Wasser zu und sie lassen sich nieder, sie schmeißen sich hin und sie fangen an, dieses Wasser zu trinken. Und dann kommt diese Situation, dass sie das Wasser ausspucken, weil das Wasser bitter ist. Verstehst du, Bitterkeit ist etwas, was mit Murren zusammenhängt. Das sind Zwillinge. Erst ist das Murren da, die Auflehnung, das Unverständnis. Warum bin ich immer noch in der Situation? Warum hat der Herr nicht unternommen? So viele Leute haben schon gebetet, jetzt bin ich immer noch krank. So viele Leute haben mir schon was zugesprochen und jetzt ist es immer noch nicht eingetreten. Das ist Bitterkeit, die dann entsteht, wenn dieses Unverständnis kommt, wenn man keine Idee mehr hat, wie das weitergehen soll, wenn Ärzte nicht unbedingt helfen können, wenn Gebete anscheinend nicht helfen, dann kommt es zu dieser Situation. Diese Bitterkeit in der Krise jetzt ist eine Gefahr, die lauert. Ich habe das schon richtig gelesen. Das Volk Israel war an diese Situation gekommen, das kannst du im Text lesen, weil der Herr es prüfen wollte. Jetzt ist meine persönliche Ansicht die Krise, in der wir jetzt hier weltweit stecken, das ist nicht etwas, wo der Herr diese Krise benutzt, um uns zu prüfen, sondern unser eigenes Auftreten, unser Verständnis, unsere Hingabe an ihn wird geprüft. Trotzdem und in der Situation wird der Herr sehen wollen, wie weit vertraust du mir? Wie weit gehst du mit? Wie weit lässt du dich von Angst, von Depressionen, von negativen Nachrichten, von all diesen riesen Dingen, wie sehr lässt du dich davon beeindrucken? Wie sehr ist dieses Murren in dir? Uns sagen manchmal Leute, die auch durch schwierige Situationen gegangen sind, das stimmt, das will ich auch nicht abschwächen, aber sie sagen, wenn ich mal in den Himmel komme, das Erste, was ich Gott fragen werde, ist, was hast du dir dabei gedacht, dass ich in so eine Situation gekommen bin? Versteht ihr, das ist der falsche Ansatz. Das ist nicht das, was Gott hören möchte und sehen möchte in unserem Glaubensleben. Er möchte, dass wir an ihm dranbleiben. Und ich weiß, dass
wir diese Erfahrungen mit dem bitteren Wasser sehr deutlich jetzt in manchen Situationen spüren. Und vielleicht spürst du sie auch in deiner eigenen Familie. Vielleicht hast du eine große Not mit einem oder zwei deiner Kinder. Vielleicht eine große Not mit deinen Finanzen, mit dem Job, mit dem Klima in der Firma, wo einer gegen den anderen kämpft, weil so viele werden entlassen und man weiß nicht, hält die Firma durch, wird es sie noch geben oder werde ich auch morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat gekündigt? Das kann dazu führen, dass wir bitter werden und dass wir murren und unser Bittersein und unser Murren richtet sich nicht gegen den Feind, sondern es richtet sich gegen Gott. Und da liegt eine große Gefahr drin und über die möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Denn ich habe eine große Ehrfurcht davor, dass wenn ich über etwas spreche, etwas predige, dann muss es in meinem Leben geprüft worden sein. Ich möchte niemandem etwas aufdrücken, was ich nicht selber irgendwie erfahren habe, erlebt habe oder wo ich sage, da ist ein Ausweg. Ich war, das ist noch gar nicht so sehr lange her, aber es war eine Situation eingetreten, dass ich über einige Wochen sehr, sehr stark herausgefordert war. Etwas war passiert, was mich bis in den Kern meines Seins getroffen hatte. Und ich hatte diese lange Distanz aushalten müssen von dieser Herausforderung, von diesem Schrecklichen, von dem Schweren, von diesem Ausweglosigkeit, von dieser Krise, wie auch immer ich das nennen wollte. Und ich drehte mich um dieses Problem und um diese Sache und es ermüdete mich. Ich war nach einigen Wochen so ermüdet in meinem Geist, in meiner Seele, in meiner Psyche, in meinem Körper, dass eigentlich nichts mehr ging. Und ich hatte nicht im Entferntesten eine Idee, wie ich da rauskommen könnte, denn ich war so unter einer Frustration gefangen, dass ich nicht mehr wusste, wie kann ich da rauskommen. Mein Glaubensleben war heftig attackiert und ich musste sehen, wie ich eigentlich immer mehr in diese Schwäche kam, immer mehr runterging. In dieser Zeit hatten wir uns eigentlich angemeldet zu einer Konferenz und ich hatte gesagt, oh nein, nicht eine Konferenz, nicht noch irgendwohin, wo Leute sind und wo es, was weiß ich, ist und da muss ich mich und ach du liebe Zeit und so, nein. Aber letztendlich, Martin hat dann gesagt, oh, das tut dir vielleicht gut, komm mit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wir machen das so. Du sagst mir, wann ich ins Auto einsteige und du sagst mir, wann ich wieder aussteige. Weil ich war so erschöpft, dass ich selbst das nicht mehr regeln konnte. So gesagt, getan, wir sind zu der Konferenz gefahren und dann ging das Ding weiter. Der Lobpreis war für mich so eine Herausforderung. Er war für mich, für meine Ohren, ich war so gestresst, versteht ihr? Es war für meine Ohren eine Herausforderung. Es war mir einfach zu schrill. Es war mir zu laut. Und eigentlich wollte ich nur noch nach Hause und in mein Bett und Decke drüber und wenn die Welt untergeht, na, dann geht sie eben unter. Und dann kam das Highlight. Ich sag euch, ich erzähle es wirklich so, wie es war. Der Hauptsprecher war ein Amerikaner. Und genauso war sein Auftreten. Laut, lustig, dominierend. Und sein Thema war, trink vom Heiligen Geist. Das wäre ja noch gut gewesen und ich habe gedacht, na gut, also die drei Punkte, die der predigt, das werde ich auch noch durchstehen und das wird ja hier auch bald zu Ende sein. Und dann fing der an zu sagen, du musst lernen, wieder vom Heiligen Geist zu trinken. Und dann hat er das so vorgemacht.
so als wenn man ein Glas leer trinkt. Und dann sollten wir das auch machen. Und dann sollte man dem Nachbarn zu trinken geben. Und ich dachte, bin ich hier im falschen Film oder was? Was ist das hier? Und ich spürte, in mir kam diese Ablehnung, in mir kam dieses Murren, in mir kam diese ganze Situation, die so heftig für mich war, und ich wollte das einfach nicht. Aber ich konnte nicht gut raus, ich saß wirklich an einer sehr ungünstigen Stelle, und so saß ich da und hörte mir das an und machte dann so eine langsame Bewegung zu jemand neben mir und guckte woanders hin, weil mir das einfach, es war zu viel für mich. Trotzdem hat der Herr es geschafft, mich mit diesen kleinen Tröpfchen vom Heiligen Geist zu füllen. Am Anfang war das wirklich, da war ich so widerspenstig und so zu. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dieses Wasser des Heiligen Geistes, das tut mir so gut. Es war wie wenn ich mit so einer Pipette immer so kleine Tropfen Wasser in meine wunde Seele, in mein wundes Herz getropft bekomme. Und je länger das dauerte, umso mehr ging dieses Murren und diese Ablehnung und dieses Auflehnen gegen Gott und dass er das doch nicht, dass er das bis jetzt nicht alles so mit einem Wunder beendet hatte, es ging weg. Ich rückte näher zum Heiligen Geist und dann offenbarte er mir, dass ich in diesem Murren über die Situation, in diesem Unverständnis über die Situation, in diese Krise, in dieses ganze Ding, dass ich da reingekommen bin und ich musste um Vergebung bitten für mein Murren, für dieses Zuschieben an Gott, dass er doch das falsch gemacht hätte in meinem Leben. Und als ich um Vergebung gebeten hatte, ging das mit dem Tropfen weiter. Trink vom Heiligen Geist, trink vom Heiligen Geist. Immer wieder kam diese Aufforderung. Wisst ihr, im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte einer 3- oder 5-Punkte-Predigt überhaupt nicht zuhören können. Ich hätte es nicht verstanden, weil es für meinen angestressten Geist viel zu viel gewesen wäre. Aber ich habe verstanden, dass ich diese Hilfe vom Heiligen Geist brauchte, dass ich diese Verheißung des Vaters brauchte, dass ich dieses Wasser in meinem Herzen brauchte, was mich neu belebt, was mich wiederherstellt, was mich aufrichtet. Und alle die, die jetzt hier zuschauen, die das jetzt hören, wenn du in so einer Situation bist, dass du darauf wartest, dass die Dinge sich verändern und dass du darauf wartest, dass Gott endlich was unternimmt und du merkst, du bist in deinem inneren Menschen wirklich mit Ablehnung, mit Murren, mit Auflehnung, mit wie hast du mich in so eine Situation gebracht? Wenn du da unterwegs bist und der Heilige Geist jetzt zu dir spricht, dann triff eine gute Entscheidung und bitte ihn um Vergebung. Das wird dich freisetzen. Das wird dir helfen, vom Heiligen Geist zu empfangen. Deswegen ist das mit Pfingsten so wichtig. Die Verheißung des Vaters ist der Heilige Geist in unserem Leben. Und er kann uns erfrischen. Er kann uns segnen. Er kann uns wiederherstellen. Er hat alles, was wir brauchen. Und so bin ich auch aus dieser Situation genau so rausgekommen. Ich konnte aufstehen, das war nicht nur mit dieser einen Predigtsession geschafft, das muss ich sagen. Es dauerte den ganzen Tag und am nächsten Tag war ich schon besser hochgekommen im Geist. Meinem Körper ging es besser. Ich konnte in der Nacht auch gut schlafen. Und der Herr tat ein tiefes Werk in meinem Herzen und in meiner Seele. Und so habe ich wirklich gelernt, dass diese Unzufriedenheit, dieses Murren, diese Auflehnung und diesen Gefühlen, die wir dann freisetzen, dass das nicht das Ende sein darf in dem, wo wir uns jetzt befinden. Diese Krise, die wir weltweit erleben,
Das ist eine große Herausforderung. Das ist wie bitteres Wasser für viele von uns. Aber der Herr schaut darauf, was wir daraus machen, wie wir uns verhalten, ob wir unser Vertrauen auf ihn setzen, ob wir sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich warte auf dich. Ich will, dass du mir hilfst. So bei dem Volk Israel war es so, dass als das Volk murrte, und da kannst du lesen im Kapitel 16, Vers 8, nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn, das sagt Mose zu dem Volk. Da liest du, dass der Herr ein Holzstück dem Mose gezeigt hat und dieses Holzstück sollte er in das Wasser werfen, dass es wieder süß wird. Dieses Holz spricht für das Kreuz. Deswegen ist das mit dem Afikoman so wichtig, versteht ihr? Das ist Jesus, der die Bitterkeit in unserem Herzen in Süßes verwandeln will. Trotz der Situation, in der Situation, in der Ausweglosigkeit, die jetzt im Moment noch da ist. Und er wird eine Tür öffnen für dich. Und er wird das Wasser verändern, was du als bitter empfindest. Er wird den Weg öffnen. Er wird eine Lösung schaffen. Und in der Bibel steht es, dass die Dinge, die bei uns unmöglich aussehen, bei Gott möglich sind. Gott hat sich nicht geändert. Nicht seit dieser Geschichte bei Mose und dem Volk und nicht heute. Gott ist unverändert, immer der Gleiche. Und Jesus sagt im Neuen Testament in Matthäus 11, Vers 28, kommt her alle zu mir, die ihr mühseligen und die ihr beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und das ist meine Botschaft heute Abend für euch. Mitten in der Krise, mitten in der Ausweglosigkeit, erweise dich als treu, erweise dich als den, der auf Gott sein Vertrauen setzt. Und der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich bin mühselig, ich bin beladen, ich gehöre genau dazu. Aber ich bitte dich, dass du mir hilfst. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gegen dich gemurrt habe, wo ich diese Bitterkeit dir zugeordnet habe. Und ich bitte dich, dass du mich durch deinen Heiligen Geist erfrischst. So, ich möchte beten jetzt mit uns, und wenn das deine Situation ist, dann sprich mit Gott darüber. Sag ihm, wie du das jetzt ganz real empfindest. Sag ihm, Herr, ich empfinde diese Bitterkeit, weil die Dinge noch nicht gelöst sind. Ich empfinde dieses Auflehnen in mir. Ich empfinde dieses Negative in mir, weil die Dinge noch so sind, wie sie sind. Aber heute treffe ich eine Entscheidung. Heute sage ich, ich setze mein Vertrauen auf dich. Vater im Himmel, ich will dir danken für jeden, der dieses Wort hört, dass es in Herzen aufgeht, dass es zu Kraft kommt. Herr, ich bete für jeden, der jetzt entmutigt ist, der niedergeschlagen ist, der mühselig ist, der beladen ist mit Sorgen und mit Ängsten und mit Frustration, dass du uns hilfst, dass du jetzt gerade heraushilfst durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist jetzt mit diesem erfrischenden Wasser kommt und jedem von uns dient, jeden von uns erfrischt, dass unsere Beine gestärkt werden zum Lauf, dass unsere Füße nicht matt sind, dass unsere Knie stark sind, dass wir wirklich den Lauf laufen können, zu dem du uns gerufen hast. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du ein tiefes Werk in uns tust. Und ich bete jetzt für alle, die mit ihrem Job Probleme haben und Schwierigkeiten und wo es wirklich nicht gut aussieht. Ich sage, das, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ich sage, alle Attacken des Feindes gelten als zurückgewiesen
und als zerstört. Amen. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Ich sage, Neues wird kommen. Ich sage, eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist wird jetzt beginnen in deinem Leben. Yes. Ich spreche aus, dass das Kraftpotenzial des Heiligen Geistes in dir und mir zur vollen Entfaltung kommt. Dass du Träume hast, dass du Vision hast, dass du dich nach Neuem ausstreckst. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles in allem für uns bist. Es geht eigentlich alles nur um dich. Ich danke dir und ich ehre dich. Amen. 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 Martin. Das war stark. Du hast ein Wort auf dem Herzen, das ganz anders ist. Das war stark. Fand ich gut. Du hast ein Wort auf dem Herzen. Also das Ding ist ja immer das. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Botschaftsausrichtungen. Schwerpunkte, genau. Aber das war schon von Anfang an unseres Dienstes so. Und wir wissen, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und der Herr legt Botschaften in unser Herz hinein. Und wir sind ihm treu und wir sind verantwortlich vor ihm. Und deswegen... Also wir, sprechen wir. Es ist so, wir beten wirklich und diese Botschaften sind aus Gebet herausgeboren, aus dem Reden auf den Herrn. Was ist dran? Was ist jetzt wirklich dran, wo auch ein, sagen wir mal, übernatürlicher Zuspruch für den einen oder anderen ist, ja? Dass man wirklich etwas davon empfängt. Also, weißt du, das eine ist, du machst Worte, redest über irgendein Thema, über, keine Ahnung, bei Paulus ein Stachel im Fleisch oder was, ja. Das andere ist, du suchst den Herrn, lässt dir von ihm sagen, was ist jetzt dran. Weißt du, vielleicht sind das Worte, die für nur ein paar von euch jetzt relevant sind, aber für die ist es etwas, wo sie wirklich sich andocken können und sagen, jawohl, das ist genau das Wort, was ich jetzt hören muss. Das ist genau das, was mir jetzt Hoffnung gibt, was mir genau Vision gibt. Ja. Und das ist genau der Wunsch. Weißt du, unser Ding, wir haben das, unser Dienst, wir haben den ja Ermutigungsdienst genannt. Und interessanterweise ist das genau das, was die meisten Rückmeldungen bei uns sagen. Die sagen, ich bin durch euch ermutigt worden. Ja. Ja, ich habe wieder neuen Mut, neue Kraft geschöpft. Ja. Das ist exakt das, wofür wir beten und was wir glauben, dass durch solche Botschaften, wie das auch genau zu dir transferiert wird. Ja. Ja. Aber wie gesagt, nehmen, andocken, festhalten. Ne? Was ich noch sagen wollte, manche sagen, ja, die Gottesdienste dauern halt ein bisschen länger. Man kann die, wir stellen die ein paar Tage später auf unsere Webseite oder bei YouTube ein. Ja. Man kann die später nochmal sich anschauen, auch in kleineren Häppchen anschauen. Da gibt es immer viele Möglichkeiten. Also wenn du heute Abend jetzt müde bist vom Job, mach dir keine Sorgen. Du kannst diese Botschaften noch nachhören und die werden dir dienen. Wir haben ja angefangen mit ganz kurzen Botschaften. Das ist auch eigentlich unser Kerngeschäft gewesen. So 3, 4, 5 Minuten mit diesen ganz kurzen Clips, die wir auch so während der Woche auf der Webseite haben und Newsletter verschicken und so weiter. Aber irgendwie ist das gewachsen und durch die Veranstaltungen, Gottesdienste, Konferenzen, die wir gemacht haben, ist es einfach so, wir sagen, was uns auf dem Herzen ist, wo wir denken, der Herr möchte, dass das weitergegeben wird, das machen wir. Uns ist es wurscht, ob das 1 Stunde dauert oder 2 Stunden dauert oder 3 Stunden dauert. Weißt du, ich war verschiedentlich in afrikanischen Gottesdiensten. Dann verlierst du komplett das Zeitgefühl. Ja. Das Beste war, ich war mal in Hamburg. Das war so mega cool. Die Veranstaltung war um 11 Uhr. Ja. So, wir waren also da um 11. Brav, Deutsch und so weiter. Der Sprecher, der Hauptsprecher, kam um 5 nachmittags. Und dann ist er bis abends um 11, hat er dann gesprochen und gemacht. Und weißt du was? Es war keine Minute langweilig. Es war abgedreht, es war cool, es war wirklich bereichernd. Und ich sage, wenn du in der Gegenwart des Herrn bist, in diesem Heilig-Geist-Raum, das ist das Beste, was passieren kann. Ja? Mhm. Und da ist es eben so, dass da das Zeitgefühl zweitrangig wird. Aber der Vorteil ist, du kannst es dir eben auch tatsächlich nochmal anschauen oder portioniert anschauen, wie du eben möchtest. Gut, ich möchte hier nochmal diese drei Sachen einfach nochmal erwähnen. Das ist jetzt der Werbeblock, okay?
Also hier, dieses kleine Büchlein ist also von Christoph Häselbart geschrieben worden und einem seiner Mitarbeiter, Andreas Meissner, genau. Ausweg aus der Corona-Krise und mehr. Auch ein Buch, was gut sich eignet, um es weiterzugeben an Leute, die so vielleicht am Rande des Christentums stehen. Sehr zu empfehlen. Mhm. Das Buch kostet nur 4 Euro. Ne? Dann haben wir hier dieses tolle Büchlein von dem David Pawson. Das ist aus mir nicht bekannten Gründen absolut spottbillig. Das kostet 3 Euro. Ist ein richtiges Buch. Ja. Und um was geht es dabei? Es geht dabei auch um diese endzeitliche Erwartung, um die, Ja. Das Leben in Hoffnung, dass der Herr nochmal wirklich seinen Geist ausgießt und immer verbunden mit den Zeichen, die in der Offenbarung beschrieben werden, ist eine gute Ergänzung zu diesem ursprünglichen Offenbarungsbuch. Und dieses Buch hier, das ist jetzt hier momentan bei uns der Dauerbrenner. Also das ist ein richtig gewaltiges Buch. Das hat 270 Seiten und durch die verrücktesten Umstände kostet dieses Buch 9 Euro. Also alle drei zusammen kosten so viel wie normalerweise ein Büchlein und es ist wirklich cool. Dieses Buch wird dir helfen, durch die Offenbarung hindurchzukommen in einer Phase wie diese, die wirklich hilfreich ist. Mhm. Deshalb werden wir auch nicht müde, darauf hinzuweisen. Ja, das ist auch für Leute, die du vielleicht kennst, wo du sagst, okay, die kämpfen da ein bisschen mit, die haben Angst vor der Offenbarung, die haben Angst vor dem, was kommt und so weiter. Mhm. Das ist etwas, was auf biblischer Basis die Sache wirklich sauber sehr durchgeht. Sehr mutmachend. Ja, und weißt du, es gibt so viele... wie soll ich mal sagen, Literatur, eschatologische Literatur, die so Horror ist und Apokalypse ohne Ende. Ja. Das ist ja alles nicht verkehrt, aber es ist nur ein Aspekt. Und wenn du nur den Horroraspekt siehst, dann hast du nicht das komplette Bild. Ne? Das ist sehr wichtig. Und das Buch ist einfach von uns wirklich sehr zu empfehlen. Und etliche Leute haben sich schon bei uns zurückgemeldet und gedacht, das ist wirklich gut, das hat mir geholfen, das gibt mir einen ganz neuen Zugang dazu und so weiter. Mhm. Sehr schön. Und wenn ich so schön gerade dabei bin, das schicken wir dir gleich mit. Das ist unser Spaziergang, eine evangelistische Schrift, die gibt es kostenlos. Und da haben wir schon viele, viele Tausend von unters Volk gebracht. Das ist einfach etwas, wo Menschen, die jetzt nichts mit dem Christentum zu tun haben, wirklich mit angesprochen werden können. Ja, also das eignet sich wirklich, um mit Leuten, die offen sind, auch das miteinander durchzugehen. Ja. Ja? Also das ist jetzt kein Büchlein, was du einfach in den Briefkasten schmeißen solltest, sondern das ist was für persönliche Evangelisation, ja, wo du wirklich mit den Leuten sprichst und so weiter. Und wie gesagt, gibt es kostenlos bei uns, kannst du einfach bestellen, schicken wir dir gerne zu. Ich denke, das wird dir helfen, wirklich für Menschen, von denen du möchtest, dass die einfach den Herrn annehmen und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist ein Tool, ein Werkzeug, mit dem du da einfach weitergehen kannst. Und wie gesagt, wir geben es kostenlos, wird durch Spenden finanziert. Herzliche Einladung, das einfach bei uns zu bestellen. Okay, ich möchte über ein Thema sprechen, was vom Titel her ein bisschen speziell klingt. Der rollende Felsen, der alles verändert. Ich hatte erst gedacht, ich nenne es den Felsen der Vernichtung, aber das klang dann doch ein bisschen zu reißerisch, obwohl es das auch trifft. Es geht mir um einen Felsen, der in der Bibel als ganz was Spezielles beschrieben wird. Okay, wir werden uns dahin durcharbeiten. Beginnen möchte ich mit einem Bibelwort aus Jesaja 44, Vers 7 und 8. Da heißt es, wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Okay, das heißt, es geht hier um was, was kommt, ne? Was also schon vor langer, langer Zeit irgendwie bekannt war, was aber kommen wird. Und das ist etwas, was für uns interessant ist, das Kommende. Dann geht es weiter, erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Gott sagt, ich kenne keinen anderen Felsen. Ich kenne keinen Fels. So, hier wird also was über den Felsen ausgesprochen. Ja? Gott sagt, ich bin der einzige Gott. Und es geht um das, was kommen wird, was er verkündet hat. So, da merkst du schon, da ist ja schon eine bestimmte Richtung drin in der Thematik. Okay, es geht um den Propheten Daniel.
Daniel ist etwas, was für jeden, der sich mit dem Thema Endzeit beschäftigt, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich hatte schon gesagt, Jesu Endzeitreden, wie wir sie beispielsweise in Matthäus 24 finden, Buch der Offenbarung natürlich und eben das Buch Daniel, das sind so die wichtigsten Quellen für alles, was mit Endzeit und so weiter zu tun hat. Es gibt natürlich noch eine Fülle anderer Aussagen, aber das ist so der Kern von dem Ganzen. So, und bei Daniel finden wir eine Fülle von interessanten Aussagen und da gibt es folgende Situation. Der war als Jude an den Hof von Nebukadnezar deportiert worden. Nebukadnezar den Zweiten nach Babylon. So, das war ein Kaiser, der war von, ich habe mal nachgeguckt, 605 bis 562 vor Christus, also über 40 Jahre war der König von Babylon und hat das sogenannte Neubabylonische Reich auf den Höhepunkt der Macht geführt. So, und er hatte neben vielen, vielen anderen Städten und Ländern eben auch Israel, also beziehungsweise Judäa und Jerusalem erobert und hatte die jüdische Oberschicht, hatte er nach Babylon deportiert. Gut, und es muss so um das Jahr 604 wahrscheinlich herum gewesen sein, oder ein bisschen später, da hatte dieser heidnische Herrscher einen Traum, einen sehr eindrücklichen Traum. Und der hat ihn irritiert, der hat ihn aufgewühlt und den hat er weder verstehen können noch deuten können, aber es war so eindrücklich, dass es ihn also richtig beschäftigt hat. Und dieser Traum, den kennst du bestimmt, das war dieser Traum von diesem irrwitzig monströsen Standbild, was er gesehen hat. Ne? Es war so bedrohlich gewesen, dass der Gewaltherrscher also wissen wollte, was ist das? Der wollte eine glasklare Info haben, um was geht's denn hier? So eindrücklich war der Traum. Und es war ihm sehr wichtig, dass er weiß, das, was ich jetzt hier an Info kriege, an Interpretation kriege, an Traumdeutung kriege, muss so absolut stimmen, dass das ohne einen Schatten von einem Zweifel etwas ist, worauf ich mich verlassen kann. Ja, die Bibel sagt, sein Geist war beunruhigt und sein Schlaf war dahin. Gut. So, jetzt gab es natürlich verschiedene Profis dort in Babylon für solcherlei Angelegenheiten und die hat er rufen lassen. Da heißt es, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Okay, du merkst, das ganze System war schon ziemlich okkult drauf, das ist auch allgemein bekannt. Und es war wirklich ein dämonisiertes Machtsystem. Und dieser gute oder nicht so gute König Nebukadnezar, da zeigt die Bibel auch ein sehr durchwachsenes, ambivalentes Bild, wie der war. Ne? Gut, jetzt kamen die also, Nebukadnezar hat ihnen gesagt, ich habe einen Traum gehabt und ihr sollt ihn auslegen. Punkt. So, und dann haben die gesagt, na okay, dann sag mal, was du geträumt hast. Und da wartet eine Überraschung auf die, weil er hat gesagt, nein, ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Ja, er wollte nicht nur die Deutung haben, er wollte auch den Traum haben. Er wollte wissen, um was es geht. So, vielleicht hat er nicht ganz getraut. Er hat gedacht, wenn ich denen das sage und dann erzählen sie mir irgendwas. Er wollte wissen, dass das Ding wirklich, wirklich, wirklich verlässlich ist, weil es ihn so beschäftigt hat. Er wollte nicht, dass sie ihm irgendwas erzählen und ihn zufriedenstellen. Ne? So, vielleicht hat er seinen Profis auch nicht ganz vertraut, ja, sondern wusste, dass das eben ein bisschen unzuverlässige Quellen sind, aus denen die schöpfen. So, und dann hat er nämlich zu ihnen gesagt, ihr habt euch verabredet, lügnerische und trügerische Rede vor mir zu reden. Das steht in Daniel 2, Vers 9. So, der wusste, auf die Jungs kann ich mich nicht verlassen, selbst wenn die mir hier irgendwas erzählen sollten. Dafür war ihm die Sache zu brisant. Ne? Er wusste, hier muss er ein anderes Qualitätslevel haben. So, jetzt haben diese Typen, diese Zauberer und Okkultisten also sich einfach schlichtweg überfordert gesehen. Sie konnten damit nicht umgehen, sie konnten das nicht interpretieren und schon gar nicht ihm den Traum deuten. Und dann heißt es, darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Goodness. Also wenn du in deinem Staat die gesamte Intelligenz ausrottet, dann hast du ein Problem.
Auf jeden Fall, der war ein bisschen cholerisch und hat das eben angeordnet. Und ganz offensichtlich fiel unter diese Weisen auch Daniel. Ne? Denn da kam einer, ein Leibwächter, und wollte ihn eben deportieren, damit er hingerichtet wird. Und mit seinen Gefährten. Und dann hat Daniel gesagt, hier, Moment mal, erklär mal, um was geht's denn überhaupt? Der hat sich das sagen lassen, hat gesagt, Moment, wartet mal, hat um Aufschub gebeten, hat dann mit seinen Begleitern den Herrn gesucht, hat tatsächlich in einer Nachtvision den gleichen, Achtung, genau den gleichen Traum gesehen, den Nebukadnezar gesehen hatte. Sehr interessant. Und dann natürlich auch die Deutung dafür bekommen. So, und die Bibel berichtet das ganz, wie soll ich mal sagen, schlicht und ergreifend, ohne irgendwelche Dramaturgie da reinzulegen, wird einfach so berichtet. So, und dann kommt, wie es kommen muss. Er steht kurz darauf vor dem König und der König sagt, Achtung, jetzt erklär mir das mal. Und die Bibel ist extrem präzise, wenn du dir das anschaust, wie sie das berichtet. Was der gesehen hat, was der geträumt hat, was Daniel sagt. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, weil in der Bibel finden wir manchmal Sachen, die wir überlesen oder wo wir uns gar keine Gedanken machen. Warum wird das so sehr präzise, sehr genau beschrieben? Und andere Sachen, die sind ganz, sagen wir mal, so im Vorbeigehen wird das nur erwähnt. Ja, wo wir sagen, na, da müsste man mehr zu wissen. Aber hier in der Situation, dieser Traum wird präzise, detailliert beschrieben. Ne? So, und Daniel sagt dann, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsager, Priester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Amen dazu. Ne? Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Weißt du was? Das gilt bis heute. Das gilt bis heute. Wer behauptet, das gibt es nicht mehr, der irrt. Das gibt es bis heute. Ja? Und Daniel sagt, er lässt den König Nebukadnezar wissen, Achtung, was am Ende der Tage geschehen wird. Ende der Tage, am Ende der Zeit, am Ende des Zeitalters. Kurz in der Zeit, wo wir leben. Was da passieren wird, das hat Gott damals diesem orientalischen Potentaten da offenbart. Und er hat es Daniel offenbart, der dem Nebukadnezar dann sehr präzise diesen Traum deuten konnte. Weißt du was? Das war vor über 2600 Jahren. Ja? Und Gott hat sich diesen komischen Herrscher da ausgesucht, um ihm den Traum zu geben. Der hätte ja auch einen Priester nehmen können, also einen jüdischen Priester oder einen Hohenpriester oder einen König aus dem Judentum nehmen können. Nein, da hat er sich diesen heidnischen König da geholt. Ja, nicht mal ein Levit, nix. Das war der Gebieter über ein dämonisiertes Herrschaftssystem. Warum eigentlich? Ne? Weil die Bedeutung dieses Traumes, dessen Erfüllung am Ende der Tage kommt, etwas ist, was für uns extrem wichtig ist. Es geht um das ganze Weltsystem. Ich sage mal so, es ist größer, es ist bedeutender, es ist wichtiger als, verstehe mich bitte richtig, nur eine Botschaft für das Volk Israel zu sein. Es war etwas, was für die ganze Welt gilt und was über ganz, ganz lange Zeit hinaus gilt. Ne? So, genau. So, und dann findest du in Daniel 2, ab Vers 27, diesen Traum und seine Interpretation. Also der König sieht ein irrwitzig monströses Bild. Bild. Ne? Er hat gesagt, das hat ein furchtbares Aussehen. Also wenn der wirklich kein zeitbeseiteter Mensch war, das schon als furchtbar bezeichnet, ne? Dann kannst du dir vorstellen, dass das wirklich was Bedrohliches, Beängstigendes war. Es war irgendein menschenartiges, furchteinflößendes Ding. Man sagt eine Statue, das steht da nicht wirklich, aber wahrscheinlich war es irgendwie ein Standbild. Ne? Und dieses Standbild hatte, wie wir wissen, war so eine Art Mensch, aber eben nicht wirklich, war so ein monsterartiges Wesen, hatte das Haupt aus Gold, dann die Brust und die Arme, die waren von Silber, Bauch und Lenden waren aus Bronze und dann die Schenkel und die Füße unten, die waren aus, die Schenkel waren aus Eisen und die Füße unten waren aus einer Mischung zwischen Eisen und Ton. Also sehr präzise, wie er das da beschreibt. So, und was geht's hier?
Weißt du, das ganze Ding, was er da sieht, dieses Bild, das steht für das Weltsystem. Und zwar für das damalige Weltsystem und für das heutige Weltsystem. Es ist das Weltsystem an und für sich, ne? Für die weltliche Herrschaft. So. Gleichzeitig steht es für 4 antike Weltreiche, da hast du bestimmt schon mal was von gelesen oder gehört, die Daniel da beschreibt und die sich dort dann tatsächlich auch genau zuordnen lassen. Also mal ganz kurz, ich will da nicht in die Details gehen. Zunächst hast du die Babylonier, das Babylonische Reich, das war von 605 bis 539 vor Christus. Ne? Und Daniel sagt zu Nebukadnezar, du bist das Haupt aus Gold. Du bist das Haupt aus Gold. Also das fängt oben mit dir an. Ne? Da wurde der Traum ja auch gegeben. So, danach wurden die Babylonier besiegt von den Medern und Persern. Deren Reich lief von 539 bis 331 vor Christus. Und die stehen für diesen Oberkörper mit Silber. Ne? Das sind ja auch 2 Volksstämme, Meder und Perser, also sozusagen für die beiden Arme. So, anschließend wurden die wiederum besiegt von Alexander dem Großen, also von den Griechen. Das griechische Reich, da sagt man allgemein, das war von 331 bis 168 vor Christus. Und das wird als Bronze beschrieben. Weißt du, da gibt es sehr viele Hinweise, also beispielsweise gibt es die Berichterstattung, dass als die Griechen angelandet sind, die hatten bronzene Rüstungen an, dass die Sonne hat geschienen und die leuchteten ganz übernatürlich und so weiter. Also das, was er hier sieht, das hat schon tatsächlich in der Geschichte, wenn man tiefer einsteigt, einen Haufen interessante Dinge, die da eben anklingen. Gut, und letztlich dann eben die Römer, die das dann übernommen haben, etwa um 168 vor Christus bis eigentlich 476 nach Christus. Also das ist ganz schön lang, das sind fast 600 Jahre Römisches Reich. Das Römische Reich war natürlich schon viel, viel, viel länger vorher, aber eben wo sie jetzt hier die Herrschaft eben von den Griechen übernommen haben, vor allen Dingen auch da im Nahen Osten. Gut, also so teilt man das für dieses Bild, was Daniel hier gesehen hat, in etwa auf. Und die Römer stehen für diese Schenkel aus Eisen, ganz brutales System, und eben diese Füße, die aus Eisen und Ton sind. Nur weiß man ja, das vermischt sich nicht, das kann man nicht zusammenmixen, das bleibt also immer brüchig. Ne? Gut, so, ich will, wie gesagt, da gar nicht in die Details reingehen, das ist alles sehr spannend, aber ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist das Ende des Traums. Das Ende dieses Traums, was am Ende der Zeit, am Ende der Tage ist. Nicht wahr? Gut. Am Ende wird nämlich dieses komische, monströse, fürchterliche, furchteinflößende Standbild zerstört. Und zwar wird es geradezu pulverisiert. So richtig zerbröselt. So, zum Ende hin heißt es also dann. Daniel 2, Abvers 34. Du schautest, also Nebukadnezar schaute, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf. Und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Nothing, zero, nichts, weg. Zermalmt und weg. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das war der Traum, den Nebukadnezar hatte und den Daniel vom Herrn ganz genauso auch bekommen hatte. Dieses monströse Standbild, das für das Weltsystem steht, oder stand, dieses fürchterliche Standbild, ja, so furchteinflößend, dass selbst der Gewaltherrscher damit Schwierigkeiten hatte, dieses Standbild wird von einem rollenden Stein, einem Felsen, der irgendwie, nicht von Menschenhand, sondern übernatürlich in Bewegung kommt, an den Füßen getroffen. Zu welcher Zeit? Zur Zeit des Römischen Reiches.
ja, an den Füßen getroffen und zermalmt diese Füße und bringt dieses ganze Ding, dieses ganze System komplett ins Wanken und ins Einstürzen. Und der rollt und rollt darüber und zerbröselt es, zermalmt es, es bleibt nichts übrig. Es wird zu Staub und er wird weggeweht. Es bleibt nichts. Verstehst du, das gesamte Weltsystem wird von diesem Stein, von diesem Felsen vernichtet. Vernichtet. Ja? Hier heißt es, der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Aus der Elberfelder. Und in der Zürcher Bibel heißt es, wurde zu einem gewaltigen Felsen und bedeckte die ganze Erde. Ja, ein nicht durch Menschenhand ausgelöster Stein, der das ganze System nicht nur zum Einsturz bringt, sondern vernichtet. Woher, für was steht dieser Stein? Für was ist dieser Felsen? Ja, was ist das? Nun, das ist das kommende oder schon unter uns befindliche Reich Gottes. Denn Daniel spricht weiter in Daniel 2, Vers 44, da heißt es, und in den Tagen dieser Könige, nämlich der römischen Kaiser, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Das ist das Königreich des Herrn, das Königreich des Messias, das ewig nicht zerstört werden wird. Halleluja. Es kommt ein ewiges Königreich, das niemals zerstört werden wird. Etwas, was das Weltsystem zwar vernichtet, aber was selbst für ewig Bestand hat. Ne? Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Da steht vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Okay, das finden wir im alten apokalyptischen Buch, Text von Daniel 2, wo es darum geht, der hat diesen Traum, der König, und der Herr gibt die Offenbarung und es geht ums Ende der Tage. Jetzt sagst du natürlich, naja, was interessiert mich das? Der hat gerade gesagt, das Römische Reich ging 400 noch was da zugrunde. Was hat das mit uns zu tun? Nun, weißt du, da sind wir gerade in Deutschland in einer ganz besonderen Situation, weil die Deutschen haben, auch in enger Beziehung zu Italien, dieses römische Cäsarenreich versucht für sich zu adaptieren. Sie haben versucht, da anzuknüpfen. Und das ist das, was in Deutschland die Kaiser sind. Das Wort Kaiser ist eine eingedeutschte Form von Cäsar. Das ist das gleiche Wort. Ja? Übrigens auch das Wort Zar, ne? Zar von Russland, ist das gleiche. Kommt auch von Cäsar. Auch das Wort Schah, wie der Schah von Persien, das ist auch immer der Versuch, sich auf diesen Cäsar zu beziehen. Und da habe ich hier euch nur mal hier so ein kleines Büchlein mitgebracht. Nur, dass ihr wisst, dass ich hier keinen Quatsch rede. Ne? Eine richtige historische Schwarte, Bildband, die deutschen Cäsaren. Ja, sie haben sich als Cäsaren gesehen, sie haben sich als die Nachfolger der Cäsaren gesehen, sie haben sich als die Nachfolger des Römischen Reiches gesehen, sie haben sich genannt das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und das ging, bis Napoleon es vernichtet hat. Ja, so, und das ist gut 200 Jahre her. Also das ist schon etwas, was interessant ist. Dieses Römische Reich, ja, was immer wieder durch Europa, EU und so weiter, immer wieder, wie soll ich mal sagen, wiederbelebt worden ist, ist nicht tot. Und da sind sich die meisten, wenn nicht alle Bibelausleger einig, die über das Buch Daniel sprechen, dass sie sagen, Achtung, das Ding ist immer noch da. Ja, dieses römische Imperium, wie auch immer, ist immer noch da. Gut, es gibt auch welche, die beziehen das sehr stark auf die katholische Kirche. Das ist auch eine Sichtweise, ne? Worum es mir aber geht, ist, dass dieser Felsen, was ist dieser Felsen? Das ist das Königreich Gottes. Weißt du, einige Jahrhunderte später hat Paulus auch einen Felsen erwähnt. Und zwar ging es um den Felsen bei der Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung, da war das nämlich
denk an Mara, die gleiche Situation. Da war wieder so eine Situation, sie kamen wohin und es war kein Wasser da und sie haben gemurrt und es gab einen riesen Stress. Und das war die Situation, wo er diesen Felsen hatte und er hat den Felsen geschlagen und das Wasser kam aus dem Felsen heraus. Ja? Und Paulus sagt, hey Leute, der Felsen, das ist der Messias. Das ist ein Bild für den Messias, aus dem Ström lebendigen Wassers kommt. Da heißt es in 1. Korinther 10, Vers 4 und Vers 11, der Fels, also er bezieht sich hier auf diesen besagten Felsen bei der Wüstenwanderung, der Fels aber war der Christus. Und dann sagt er was Interessantes. Alles dies, nämlich diese ganze Story mit der Wüstenwanderung, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, Achtung, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, auch Paulus bringt dieses Thema mit dem Felsen wieder in Verbindung zu diesem Ende der Zeit. Ja, wobei er natürlich sagt, das gilt schon für uns, weil gemäß dem biblischen Verständnis eben die Endzeit schon seit 2000 Jahren anhält. Ne? Die letzten Tage der Menschheit, die letzten Jahrtausende der Menschheit, wir haben schon darüber gesprochen. So, der Messias ist der Felsen. Das Wort Messias heißt Gesalbter. Und die griechische Übersetzung von dem Wort Gesalbter ist Christos. Auf Lateinisch Christus. So, Christus ist das gleiche wie Messias, heißt der Gesalbte. Jesus Christus heißt Jesus der Gesalbte. So, wenn wir uns als Christen bezeichnen, dann heißt das, dass wir Gesalbte sind. Wir sind Gesalbte. Also du sagst, ich bin Christ, dann sagst du, ich bin Gesalbter. Das ist die Bedeutung von dem Wort. Ne? Okay, so. Der Felsen aber war der Christus. Das heißt, wenn wir eins sind mit ihm, weil wir wiedergeboren sind, weil wir ihn als Herrn und Retter angenommen haben, weil wir zu ihm gehören, weil wir zum Leib Christi gehören, er das Haupt und wir der Leib, dann kannst du dir vorstellen, das ist eben das ganze Ding. Wir gehören zu diesem Felsen. Es ist ein Bild für das, für den Leib Jesu. Der Felsen, um den es hier geht, ist der Leib Jesu, das Reich Gottes, ist das, was kommt und was in Ewigkeit Bestand haben wird. Und das Weltsystem wird irgendwann einmal zerstört werden und es wird nicht mehr gefunden werden. Es wird nicht mehr da sein, es wird verschwunden sein. Okay, und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du dich mit der Endzeit beschäftigst und viele, viele Leute tun das und die sind nur in dem Negativen und nur in dem Fürchterlichen und nur Mahlzeichen und 666 und der Antichrist und was nicht alles. Ja, hey, das ganze Ding wird zum Ende kommen. Das ist doch nicht das Ende der Story. Das Weltsystem wird überwunden werden von diesem Felsen. Das ist doch ganz klar, die Bibel sagt es doch. Der Felsen aber war der Christus, sagt Paulus. Ne? So, und Daniel sagt, es ist ein Königreich, das alle jene Königreiche zermalmen und vernichten wird und ewig bestehen wird. In Jesaja 26, Vers 4 können wir lesen, verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Gut, so, wenn wir uns also mit dem Thema Reich Gottes beschäftigen, müssen wir wissen, es geht um diese Kraft dieses Felsen. Das Reich Gottes wird irgendwann einmal das Weltsystem überwunden haben. Ja, das ist das Eigentliche, worum es geht. Ja, es hat diese Kraft dieses Felsens. So, das Weltsystem, was meine ich denn damit? Das meine ich mit der Welt, also wie die Bibel das versteht, das ist das gefallene Weltsystem. Die Menschen, die Systeme, die Strukturen, die unter der Macht des Feindes sind, unter der Macht des Teufels sind, ja, die Leute, die er missbraucht, das, wo überall Böses geschieht, ja, die gefallene, unheilbar degenerierte Welt und die wird zermalmt und vernichtet werden. Es wird ein Reich von Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Es wird das Reich Gottes kommen. Ne? Und dieses Reich hat Ewigkeit in seiner DNA. Und der olle Nebukadnezar, der hat das also gehört und der hat es kapiert. Und weißt du, was der sagt? Daniel 3, Vers 33, da sagt er zum Gott von Daniel, wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht.
Das sagt kein biblischer Prophet, das sagt kein biblischer König, das sagt kein Priester, sondern das sagt ein komplett dämonisierter Herrscher von einem dämonisierten Weltsystem. Ja? Unvorstellbar mächtig. Der sagt das. Warum? Weil er es kapiert hat und weil er gesagt hat, okay, hier stimmt was. Nebukadnezar sagt, Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Oder besser gesagt, das Reich des Messias. Ja? So, und das erinnert mich doch sehr an Psalm 2, wenn ich das lese. Psalm 2 ist ein Psalm, der genau in diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, hineinspricht. Da heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Aha, den Messias. Mein Sohn bist du, sagt er. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Zu deinem Besitz die Enden der Erde. Genau, du wirst sie übernehmen können. Das alles, dieses Weltsystem, wirst du überwinden können, wirst du gewinnen können. Ne? Dann heißt es, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wie dieser Stein, der das alles zermalmt hat. Ein anderes Bild, aber die gleiche Situation. Und dann heißt es, nun ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Und das gilt für die jetzige Situation absolut. Absolut. Wenn du siehst, wie die Herrscher im Weltsystem momentan herrschen, was sie tun, wie sie in ihrer Willkür vorangehen und so weiter, was da momentan läuft, dann kann ich nur sagen, es ist weise, wirklich weise, wenn die in Gottesfurcht handeln würden und wenn sie dahin kämen, dass sie ein Verständnis davon hätten, dass das, was sie tun, Konsequenzen hat für ihr ewiges Leben. Weißt du, es gibt eine ganz, ganz entscheidend große, wichtige biblische Wahrheit, die ist absoluter Standard, das weiß eigentlich jeder Mensch. Aber es ist eigentlich, wenn man sich mal durchdenkt, eine absolut Bad News für die meisten Menschen. Und das heißt, der Mensch wird das ernten, was er sät. Was der Mensch sät, wird er ernten. Jetzt ist völlig logisch. Aber weißt du was? Viele Menschen säen was, das möchten die niemals ernten. Ja? Politiker säen etwas durch Gesetze, durch irgendwelche Sachen, das möchten die niemals selber ernten, wenn das auf sie kommt. Ja? Leute säen Dinge, die sie niemals ernten würden. Aber die Bibel ist ganz, ganz konsequent. So, wer Betrug sät, wird Betrug ernten, aber potenziert. Ja? Wer Ungerechtigkeit sät, wird das ernten. Wer Böses sät, wird das ernten. So, das ist eine biblische Wahrheit. Und die ist etwas, was man sagen kann, das ist für die Herrschenden der Welt, des Weltsystems, echt Bad News. Und für viele, viele andere Menschen auch. Deshalb sagt die Bibel hier im Psalm 2, wie ich gerade gelesen habe, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Ja? Denn das System, in dem ihr seid, das System, was ihr gerade aufrechterhaltet, dieses monströse Weltsystem, es wird zerbröselt, zermalmt, pulverisiert werden und es wird nichts, gar nichts davon bleiben. Ja? Also ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Daniel mit diesem Traum, den er dann da ja gesehen hat und die Interpretation und so weiter, dass ihn das schwer bewegt hat und dass er sehr damit, wie soll ich mal sagen, sich das ausgemalt hat. Wie kann das denn sein? Wie wird das sein? Was ist denn mit diesem Felsen? Ja, ein Königreich, ein Felsen, der ein Königreich ist und die wird die ganze Welt beherrschen, für immer. Ne? Wie ist das vorzustellen? Wie kann das sein? Und ich glaube, dass er da sich das so ausgemalt hat. Guck mal, der war Deportierter. Der war aus seiner Heimat weg, der war in einem anderen Land. Ja, der hat da Karriere gemacht, der war wichtig, war ein bedeutender Ratgeber dann geworden. Aber trotzdem, er war nicht in seiner Heimat. Deportiert, in einem System gefangen, guck mal, um ein Haar wäre umgebracht worden. Ja, der Willkür von so einem Gewaltherrscher da ausgeliefert. Ne? Der hätte aus einem Affekt raus einen Großteil der Intelligenz seines ganzen Staates einfach mal vernichten lassen, nur so. Ne? So. Und ich glaube, dass Daniel sich das ausgemalt hat. Wie ist das, wenn so ein gerechtes Reich da ist? Ja? Wenn das Reich Gottes sich mit Kraft ausbreitet? Ja? Vielleicht hat er sich sogar vorgestellt, wie Menschen in dieses Reich hineinströmen, weiß ich nicht. Ja, wie Leute von der Finsternis zum Licht kommen. So, und weißt du was? In dem, von dem der Prophet damals geträumt hat, leben du und ich heute. Das ist unsere Situation heute. Der Felsen hat den
Statue da, dieses Standbild, schon lange getroffen. Schon lange. Und es ist dabei, das ganze Ding zu zermalmen und immer mehr zu wachsen und immer mehr zu wachsen und diese Erde zu übernehmen. Das ist der Prozess, in dem wir uns gerade aktuell befinden. Ja? Im Moment. Im Moment. Es ist fantastisch. Wir sind Repräsentanten dieses Reiches. Wir sind Teil des Felsens. Wir gehören dazu. Wir sind Teil dieses immer stärker wachsenden Berges als Volk Gottes, als Leib Christi, das in Ewigkeit Bestand haben wird. So, wie immer deine Lebensumstände aussehen mögen, Mara-mäßig oder was auch immer, ja, wie immer deine Situation ist, du gehörst zu einem System, was in Ewigkeit regiert. Weißt du was? Ich sage dir mal eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Wenn du wiedergeborener Christ bist, wenn du Jesus Christus, deinen Herrn und Retter, persönlich angenommen hast, wenn du weißt, dass deine Schuld vergeben ist, wenn du einfach weißt, dass er in dir lebt, wenn du neu geboren bist, eine neue Kreatur ist, dann hast du die gleiche Zukunft, die Gott hat. Das musst du dir bewusst machen. Das musst du dir bewusst machen. Und jeder, der das verpasst, jeder, der daran scheitert, und mag er der mächtigste Mensch der Erde sein, hat die gleiche Zukunft, die der Teufel hat. Und das ist entsetzlich. Das ist fürchterlich. Für jeden Einzelnen, der das verpasst, egal was der in diesem Leben erreicht haben mag, ich sage, der Preis, der war zu hoch. Ja, denn das eigentliche wichtige Leben hat er verpasst. Und ich glaube, dass wir heute viel mehr sehen können als jemals zuvor in der Geschichte, wie dieses Reich wächst, wie dieser Stein immer mehr wächst. Nun, ich habe im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass die meisten Christen nicht den Schimmer von der Ahnung davon haben, weil ihnen der Zugang zu irgendwelchen Zahlen international fehlt, die das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und deshalb habe ich mir das mal hier ausgedruckt, möchte ich einfach mal ganz kurz durchgeben, also im Mai 2020, das ist jetzt, ne, zählt die Weltbevölkerung aktuell 7,8 Milliarden Menschen. 7,8 Milliarden. Okay, jetzt haben wir mal ein paar Zahlen, um klarzumachen, wie dieser Berg wächst, wie das Reich Gottes zunimmt, wie der Berg zunehmend anfängt, das Weltsystem zu überwinden. Okay, bereits seit Mitte letzten Jahrhunderts, also so aus den 50er, 60er Jahren herum, findet das Bevölkerungswachstum nicht mehr bei uns statt, sondern eben in der von uns sogenannten, abwertend genannten dritten Welt. Ne? So, da gab es also einen sehr starken Rückgang von den Sterberaten damals. Ne? Und seitdem boomt es also in Afrika, in Lateinamerika, auch im Nahen Osten, im Fernen Osten natürlich und so weiter. Und überall wächst die Bevölkerung explosionsartig. Das ist übrigens ein Grund, weshalb es einen Haufen Menschen gibt oder Institute gibt, die das eindämmen wollen, unter Umständen mit den rigidesten Methoden, ja, weil sie sagen, der Globus verkraftet nicht so viele Menschen. Gut, das ist ein anderes Thema, über das ich jetzt hier nicht sprechen möchte. Aber wenn man das sich genauer anschaut, auch mit diesen 7,8 Milliarden Menschen und so zurückgeht, wie war das in der Bevölkerung und weiter über die Jahrhunderte und Jahrtausende, dann gibt es da ein paar sehr interessante Fakten. Nämlich, bisher haben in der gesamten Geschichte seit der Schöpfung zusammengenommen nicht so viele Menschen gelebt, zusammengenommen, wie momentan aktuell auf dem Globus. Du kannst also sagen, etwas mehr als die Hälfte aller Menschen, die Gott jemals geschaffen hat, leben jetzt. Heute. Interessant, nicht wahr? Und was auch interessant ist, durch diese Bevölkerungsexplosion, die da so hoch geht, ist es so, dass weit mehr als die Hälfte von diesen Menschen, die jetzt leben, Kinder sind. Die Menschheit, die Bevölkerung auf der Erde momentan ist absolut jung. Das sind zum größten Teil Kinder. Ja, das kommt durch diese Bevölkerungsexplosion. Weißt du, dass der Altersdurchschnitt in extrem vielen Ländern Afrikas bei unter 20 Jahren liegt? Der Durchschnitt. Daran merkst du auch, dass wir in Mitteleuropa nicht normal sind. Ja, wir sind nicht durchschnittlich für die Welt. Wir sind ein bisschen anders. Wir drohen an Überalterung zu leiden. Das gibt es in den meisten, mit Abstand meisten Ländern der Welt gar nicht.
Die Welt ist erstaunlich jung. Ne? So, es gibt auf dem Erdball extrem viele Jugendliche und Kinder. Und unter diesen Menschen, ja, gibt es jetzt natürlich Untersuchungen, wie viele Christen gibt es und wie viele Moslems und in welcher Denomination sind die und was für Hinduisten und Atheisten und alles Mögliche. Und wenn ich mich da mal ein bisschen beschäftigt habe, das ist immer schwierig, da an Zahlen zu kommen, die sind meistens schon ein paar Jahre älter. Ich habe jetzt hier welche aus 2011. Ne? Aber da gibt es ein Research Center und da haben die festgestellt, etwa zum damaligen Zeitpunkt 2011 gab es etwa 2,2 Milliarden Menschen weltweit, die sich als Christen bezeichnet haben. Also inzwischen dürfte die Zahl deutlich gestiegen sein. Das ist aber alles, was Christen ist. Also alles, was irgendwie im christlichen Bereich ist. So, und dann haben die da mehr reingezoomt und haben geguckt, okay, was gibt es denn jetzt an den verschiedenen Gruppierungen, die es da so in der Christenheit gibt? Und dann haben sie sich die sogenannten bibelgläubigen Christen angeguckt. Und da haben sie jetzt festgestellt, damals, 2011, 280 Millionen etwa haben sich als Pfingstler erkennbar gegeben. Dann 304 Millionen als Charismatiker, egal in welcher Ausprägung. Und 285 Millionen als Evangelikale. No, das weiß ich, bei uns ist das mit dem Evangelikalen, weil Deutschland eine spezielle Rolle hat, so ein Sammelbegriff und viele Pfingstler und Charismatiker sehen sich da mit drin. Aber hier dieses Institut hat das eben so aufgeschlüsselt. Nun, zusammengenommen sind das fast 870 Millionen schon 2011 gewesen. So, das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war das, jeder achte Mensch auf dem Globus gehörte also zu einem Glaubensbild, wo du sagst, das sind wiedergeborene Christen. Das sind gläubige Christen. Das sind Kinder Gottes. Jeder achte Mensch, damals schon, ein bibelgläubiger Christ. Ja? Missionsforscher gehen aktuell davon aus, momentan, heute, dass sich zwischen 50 und 100 Millionen Menschen pro Jahr gerettet werden, für ein Leben in der Nachfolge Christi entscheiden. Ja? Vor allen Dingen eben auch viele Kinder. Nun, die Weltbevölkerung wächst, habe ich geguckt, momentan etwa um 78 Millionen pro Jahr. In der Kategorie befindet sich der Wachstum des Christentums auch. Und wenn du dann in die Geschichte gehst, dann kannst du sagen, ums Jahrtausend gab es auf einen Christen weltweit 2200 Nichtchristen. Und heute, trotz diesem rasanten Bevölkerungswachstum, hast du auf einen Christen nur noch 8 Nichtchristen. Ja? Und die Tendenz ist steigend. Die Tendenz ist steigend. Wir kriegen es vielleicht nicht mit, weil wir nicht wissen, was im Iran passiert. Weil wir nicht wissen, was in Afrika südlich der Sahara passiert. Weil wir kaum etwas wissen davon, was in Brasilien passiert. Weißt du, dass es in Brasilien allein 60 Millionen Leute gibt, die zu Pfingstgemeinden gehören? 60 Millionen! Ne? Also in der Regel wissen wir gar nicht, was weltweit auf dem Globus in der Christenheit abgeht. Ja? Und es gibt Missionsforscher, die sagen, dass das keine Utopie ist, davon auszugehen, dass in wenigen Jahrzehnten tatsächlich die ganze Welt erreicht sein wird. Ja, gut. Das finde ich bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die meisten dieser Christen im Heiligen Geist getauft sind, in Zungen beten, teilweise prophetisch gehen, in den Geistesgaben vorwärts gehen und so weiter. Das heißt, momentan gibt es sagenhaft viel Licht auf der Erde. Momentan wächst das Reich Gottes immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, eigentlich sind wir schon in einem Prozess, wo dieses Weltsystem immer mehr zermalmt wird. Nur weißt du was? Die Nachrichten sagen es dir nicht. Ja? Die Nachrichten informieren dich nicht darüber. Die informieren dich nicht über die positiven Dinge, die im Reich Gottes passieren. Die informieren dich nicht, was in den Ländern ist. Ja? Wenn du hörst, Argentinien, die sind kurz vor der Pleite. Ja? Die sind in irrwitzigen Problemen. Brasilien ja noch schlimmer. Aber sie sagen dir nicht, was da gerade passiert bei den Menschen. Wie das Christentum wächst. Was wirklich an Bewegung da ist. Ne? Wir hören immer nur das Negative bei uns und denken, die Länder sind im völligen Chaos und bei uns ist alles toll. Aber aus christlicher Sicht sind wir bettelarm. Wir sind geistlich gesehen dritte Welt. Wir sind ganz hinten. Warum? Bei uns ist die Christenheit so winzig, so klein, aber der Herr sagt, es wird sich ändern. Das gesamte Weltsystem, auch in Deutschland, auch in Europa, wird vom Reich Gottes übernommen werden. Halleluja dazu.
So, und wenn du jetzt sagst, na, das hat er jetzt aus diesem ollen Propheten Daniel da geholt, wo finde ich das denn im Neuen Testament? Mit der Frage habe ich schon gerechnet. Dann guck mal nach bei Offenbarung 12, Vers 10. Da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Gott hat durch seinen Messias das Weltsystem übernommen. Ja, das sagt die Offenbarung. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Und eine Sache, die mir noch wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass das Weltsystem, weißt du, wir sind da ja drin. Wir sind in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Und wir haben das durchaus lieb. Das ist so unsere Welt und das ist auch positiv, da gibt es viel Schönes und so weiter. Aber wir müssen uns bewusst machen, das System ist unter der Herrschaft des Bösen und es ist extremst ungerecht. Ja? Und wir leben in einem relativ guten Situation hier in Mitteleuropa. Anderswo ist das anders. Es hält Menschen in extremster Gebundenheit, in extremster Unterjochung. Ja, auch wenn wir das vielleicht nicht mitbekommen. Ne? Moderner Sklaverei. Dann diese Krankheiten. Ne? Leiden aller Art, Gefangenschaft aller Art, Ausbeutung, Terror. Dieses Weltsystem ist absolut diabolisch. Es ist elend verlogen. Ne? Es ist ein Reich der Finsternis. Und nur als Beispiel. Der Mammon bindet im Fernost unzählige, ja, unter den fürchterlichsten Arbeitsbedingungen, ne, und zu den erbärmlichsten Hungerlöhnen. Momentan bricht auch das sogar noch weg. Ne, und im Westen sind wir häufig gefangen im Materialismus und in Schulden und so weiter und in aller Art von Zwängen und Süchten und Sünden und Missbrauch und so weiter. Egal, wo du hinguckst, es ist übel. Es ist wirklich, wirklich übel. Wusstest du, dass Abtreibung ein richtiges Geschäft ist? Ein richtiges Geschäft? Die Maschine muss rollen, da muss Geld verdient werden. Wenn du dich mit dem Thema Abtreibung mal beschäftigst, was eigentlich dahinter steht, das ist entsetzlich. Vor allen Dingen, na gut, okay, lassen wir das. Möchte nicht weiter drüber reden. Ne? Freiheit in unserem Weltsystem ist ebenso eine Illusion wie echte Gerechtigkeit. Und momentan erleben wir das. Momentan kriegen wir einen Vorgeschmack davon, wie Freiheit einfach so sich verflüchtigt, ne? Und von Gerechtigkeit kaum noch geredet werden kann. Ich sag dir, die gefallene Welt ist grundverdorben. Ja? Sie steckt voller Schmerzen, voller Gebrechen, voller Krankheiten, letztlich voller Tod. Es ist eine sterbende Welt. Ja? Und Jesus selbst hat diese Welt und ihre Taten als böse bezeichnet. Er sagt, euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Johannes 7, Vers 7. So, verstehe mich richtig. Es geht um die Welt in dem Sinne, wie es das Neue Testament es bezeichnet. Das ist das Weltsystem unter der Herrschaft des Bösen. Ne? So, und dagegen geht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das, was dieses Weltsystem attackiert, ne? Was es komplett überwältigen wird und Menschen in Freiheit bringen wird. Wir werden frei werden von all dem, was in diesem Weltsystem noch ist, all den Lebenslügen, all den falschen Denken, all der Sucht, all der, was weiß ich, Minderwertigkeit, all dem. Es wird ein Reich der Gerechtigkeit im tausendjährigen Reich aufgerichtet werden, ja, was die Bibel uns verheißt. Ne? Und weißt du, in der Bibel finden wir eine Job Description, eine Stellenbeschreibung, die Jesus für sich nimmt und die auch genauso gut für dich und mich gilt. Und die finden wir schon in Jesaja 61. Da zitiert Jesus sie nämlich draus. Jesus sagt in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn. Das ist unser Job, ja, Gefangene frei zu machen. Gefangene in diesem System. Du kannst frei werden von diesem Weltsystem. Wie denn? Indem du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, indem du in ein neues Leben kommst, indem du in das ewige Leben hineintrittst und indem du von diesem ganzen Ding frei wirst, nicht von der Welt, auch wenn du noch in der Welt bist. In Johannes
1. Johannes 3 lesen wir: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also die Macht des Teufels über das Weltsystem zerstört und ein Reich der Gerechtigkeit aufricht. Ja? Und gerade in so einer Zeit wie dieser merkst du, dass weltweit immer mehr Menschen einfach den Glauben an dieses Weltsystem verlieren. Die verlieren auch den Glauben an, was weiß ich, den Fortschritt, ja, oder die Unfehlbarkeit unseres Systems. Sie merken, wie zerbrechlich das ist. Sie merken auch, wie Mächte das missbrauchen können und so weiter. Ja, sie merken eigentlich, wie das in eine Situation kommt, dass das in einer Attacke steht, nämlich durch das Reich Gottes. Und da habe ich noch in Jesaja 51 eine sehr coole Bibelstelle gefunden. Und da heißt es: Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr Jahwe sucht. Jesaja 51, 1 und 2. Dann heißt es: Blickt hin auf den Felsen, also den Felsen, Messias, ne? Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Ihr seid aus diesem Felsen gehauen, ihr seid aus diesem Felsen gemacht. Ja, ich habe vorhin gesagt, Leib Christi, er das Haupt, wir der Leib, das ist der Felsen. Wir sind aus diesem Felsen gehauen, so drückt es hier Jesaja sehr stark aus. Dann geht es weiter, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid und so weiter. Ja. Wir gehören zu diesem Felsen Christus, dem Messias. Und vielleicht erinnerst du dich an diese eigentümliche Begebenheit, wo Mose die Herrlichkeit des Herrn sehen wollte. Er hat gesagt: Herr, ich will die Herrlichkeit sehen und so weiter, und hat sich danach ausgestreckt. Eigentlich hat er gesagt: Ich will mehr. Ich will mehr. Gott, ich will mehr. Gott, du hast mehr für mich. Ich will mehr. Genau das, was du hoffentlich auch machst. Dich nach mehr ausstrecken, nach mehr vom Herrn. Mehr. Gott hat mehr für dich. Und er sagt: Ja, ich brauche das, ich will das. Es muss viel mehr geben als das bisschen, was ich bis jetzt gesehen habe. Gerade in dieser Zeit, gerade in dem, was auf uns zukommt. Es muss mehr geben. Ne? Und genau das Ding hatte Mose. Der hat jetzt wirklich schon vom Herrn sehr viel gesehen. Der hat wirklich viel mit dem Herrn erlebt. Aber er hat mehr begehrt. Und dann hat er Gott ganz schlicht drum gebeten. Er hat gesagt: Ich will dein Angesicht sehen. Ne? Und ihr kennt diese Geschichte, wo er dann von Gott auf einen Berg gestellt worden ist und sich in einer Felsspalte verborgen hat. Ja? Und Gott hat seine Hand über ihn gehalten und hat gesagt: Du kannst mein Angesicht nicht sehen. Ja? Mose war es nicht genug. Mose war es nicht genug. Der brennende Dornbusch war nicht genug. Die Zeichen und Wunder bei den Plagen waren nicht genug. All das, was er erlebt hat, war nicht genug. Er hat gesagt: Es muss mehr geben, mehr, mehr. Ne? Weißt du was, das ist eigentlich die normale Reaktion von jemand, der Gott kennenlernt. Er sagt: Ich will mehr, ich will mehr. Wenn du sagst, Gott hat nicht mehr für dich als das, was du schon erlebt hast, dann sage ich dir, das hat jemand gesagt, der kennt Gott nicht. Der kennt Gott nicht. Denn wenn jemand Gott kennengelernt hat, dann weiß er, Gott hat mehr, Gott hat mehr, Gott hat mehr, und du streckst dich nach mehr aus. Ja? Ne? I receive. Denk dran. So. Weil die merken, es gibt nichts, was faszinierender und begeisternder ist. Also Mose wollte mehr, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und jetzt hat Gott nicht zu Mose gesagt: Also hör mal her, Mose, bist du größenwahnsinnig geworden? Was fällt dir eigentlich ein? Du hast doch schon so viel gesehen. Also ist es denn nicht genug? Das reicht jetzt für dich. Ja? Er sagt auch nicht: Mose, hör mal, das ist anmaßend. Das steht dir doch gar nicht zu. Was fällt dir ein? Nein. Gott sagt unmittelbar, sofort auf die Bitte hin: Gut, wird gemacht. Aber wir müssen das auf eine spezielle Art und Weise machen, weil sonst kannst du das nicht verkraften. Und das war dieses, dass er ihn in eine Spalte, in einem Felsen gesteckt hat. In dem Felsen, ja, wurde er versteckt. Und der Herr hat seine Hand über diesen Felsenschlucht gehalten. Ja, und dann ist er an ihm vorbeigegangen. Und pass auf, was Gott sagt. Weiter sagte Jahwe, nein, hier ist die Bibelstelle, wie es läuft. Weiter sagte Jahwe: Siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Da haben wir diesen Felsen und da haben wir die Herrlichkeit Gottes, da haben wir die Gegenwart Gottes. Gut, wenn wir jetzt wissen, der Felsen ist Christus, wieso konnte Mose denn nur den Herrn da so geschützt sehen? Wieso konnte er nicht das mit offenem Angesicht sehen? Warum nicht? Er hatte doch sonst was von Gott schon erlebt. Ganz einfach. Mose war noch im alten Bund. Mose war noch im alten Bund. Ja?
Er hatte noch nicht die absolute Vergebung, die wir als Kinder Gottes haben heute. Es gab noch keinen Messias, der für seine Schuld gestorben war. Ne? Aber wir sind gehauen aus diesem Felsen Christus. Ja? Wir sind der Felsen selbst. Wir dürfen mit Kühnheit zu Gott kommen. Direkt vor Gottes Thron. Wir dürfen diese Herrlichkeit, die Mose von hinten gesehen hat, wir dürfen sie sehen, wir dürfen sie erleben. Ja? Wir sind aus dem Felsen Christus gehauen und gehören zu dem mächtigen Königreich des Herrn, dem Königreich, was einmal die ganze Erde erfüllen wird. Diese Erde, diesen Globus im tausendjährigen Reich. Und das ist das, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer. Ja? Wir bewegen uns da hinein. So, und für mich ist es so, noch niemals gab es eine solche Beschleunigung in den ganzen endzeitlichen Dingen, wie jetzt seit März. Also für mich. Ja? Vorher war das alles was, ja, das ist gut, das kann kommen mit Erschütterungen, mit allem Möglichen. Aber auf einmal ist da eine Dynamik reingekommen, wo Dinge möglich werden, die man noch vor einem halben Jahr für unmöglich gehalten hat. Ja? Du merkst, da passiert was. Da passiert was. Ja? Und dadurch, dass das schlecht ist, heißt das nicht, dass nicht das Reich Gottes kommt. Ne? Dass das Reich Gottes nicht kommt. So, und wir gehören zu diesem Herrschaftsbereich des Herrn. Wir gehören zu seinem Reich. Weißt du, in Kolosser 1, Vers 13 können wir lesen, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So, das passiert nicht irgendwann, das passiert jetzt. Du bist da schon drin, das ist schon geschehen. Du gehörst zu diesem Reich. Ja? Das Reich Gottes, da wo du bist, da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Ne? Und da, wo du bist, als Bürger des Reiches Gottes, als Himmelsbürger, da lebst du zwar in der Welt, aber du bist nicht von der Welt, du bist vom Reich Gottes. Du hast sozusagen, bist sozusagen ein Bürger von zwei Reichen, ein Bürger, von, Bürger zweier Welten. Ja? Du lebst in zwei Realitäten. Du lebst zum einen 100% im Natürlichen und zum anderen lebst du zu 100% im Geistlichen. So, und das ist etwas, was wir einfach wertschätzen müssen in der Phase, in der wir jetzt sind. Ja, dass wir verstehen, was hier passiert momentan, ist für Gott nicht irgendwie außer Kontrolle. Und das, was wir mitkriegen, ist nicht, wie soll ich mal sagen, alles ganz fürchterlich und schlecht, sondern das gesamte Weltsystem wird einen kompletten Shift haben. Und das hat der Herr immer wieder gesagt. Es gibt Erschütterung, Erschütterung, Erschütterung. Es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann, wie wir es in Haggai gelesen haben. Es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Gut, was kann alles erschüttert werden? Alles, was nicht auf dem Felsen ist. Ne? Das Einzige, was nicht erschüttert wird, ist der Felsen, ist das Reich Gottes. Das gesamte Weltsystem wird erschüttert werden, alles. Ja? Das ist natürlich schmerzhaft, das ist natürlich entsetzlich und das ist auch beklemmend. Aber ich kann dir nicht sagen, es wird nichts passieren. Das wäre grob fahrlässig. Die Bibel sagt, es wird alles, alles erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleiben kann. Und wenn du wiedergeborener Christ bist, gehörst du zu diesem unerschütterlichen System. Du gehörst zu diesem Felsen, zu diesem unerschütterlichen Reich. Und das ist ein gigantisches Vorrecht, das ist eine gigantische Chance, das ist etwas absolut Begeisterndes. Ja? Wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach du meine Güte, jetzt ist alles ganz fürchterlich und die Endzeit kommt. Lasse kommen! Guck, was das Ende von dem ganzen Ding ist. Guck, worauf es hinausläuft. Der Herr kommt und übernimmt dieses Weltsystem. Es ist ein Reich der Gerechtigkeit, was aufgerichtet wird. Ja, durch diesen Schwierigkeiten, Katastrophen, Hickhack hindurch, aber es geht doch weiter. Mit der Endzeit ist doch nicht die Geschichte zu Ende. Ja, es geht weiter in dieses tausendjährige Friedensreich, das Millennium des Herrn hinein. Ja, durch Schwierigkeiten, wie das Volk Israel auch durch Plagen herausgeholt worden ist aus dem System der Sklaverei. Genauso ist es hier. Die Söhne und Töchter Gottes werden herausgeholt aus dem bösen, verdorbenen Weltsystem, um hineinzukommen in das Reich Gottes. So, es ist also natürlich beklemmend und beängstigend und dunkel auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es das siegreiche Vorangehen des Reiches Gottes. Und das ist das, wozu du und ich gehören.
Das ist das, wozu wir als wiedergeborene Kinder Gottes gehören. Und der Felsen wird wachsen, 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 wachsen und die ganze Erde einnehmen. Das heißt, die Menschen werden gerettet werden, sie werden evangelisiert werden, sie werden zum Herrn finden. Und das, was böse ist, wird zu Staub zermalmt und es wird nichts davon bleiben. Ich finde das eine bemerkenswerte Geschichte, die der Herr, wie gesagt, vor 2600 Jahren einem orientalischen Gewaltherrscher offenbart hat und die für uns heute hier in unserer Situation spricht. Und vor allen Dingen in Deutschland, wo dieses Heilige Römische Reich Deutsche Nation sich noch immer angedockt hat an den Kaisern. Wir hatten bis vor gut 100 Jahren, hatten wir einen Kaiser noch. Ja? Wir sind da irgendwie mit verlinkt und das ist etwas, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Ich habe, während du gesprochen hast, einen Vers gefunden in Römer 9, Vers 33, da steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das finde ich eine geniale, zukunftsweisende Aussage. Das ist das, was für dich und für mich gilt, weshalb wir eigentlich dazugehören. Ja. Halleluja. Ja, der Stein des Anstoßes, der für uns zum Felsen geworden ist. Ja, auch der Eckstein. Ja. Also Jesus wird immer wieder als der Stein bezeichnet, als der Eckstein, als der Fels, immer wieder als der Fels des Anstoßes. Ja, mhm. Wo sich eben Leute dran reiben, die, die Leute dran stoßen, wo Leute nicht mit zurechtkommen, weil sie seinen Anspruch nicht akzeptieren können. Aber wir wissen, jedes Knie wird sich beugen vor ihm und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Yes. Halleluja. Halleluja. Hast du noch? Wollen wir beten? Ja. Und dann machen wir noch gerne einen Schluss. Okay. Genau. Ich möchte jetzt gerne dafür beten. Und wie gesagt, nimm es für dich. Sag, I receive. Ich empfange es. Yes. Ich empfange das, was da unbedingt jetzt für mich ist. Ich bin aktiv und ich nehme es für mich. Im Namen Jeschua HaMashiach spreche ich aus, dass die Geschwister, die das jetzt hier gehört haben und die einfach da sagen, jawohl, ich bin in diesem System, ich gehöre dazu, ich gehöre zum Reich Gottes. Das Reich Gottes bin ich, es ist mein, ich bin aus diesem Felsen gehauen, ich bin aus diesem Felsen geschlagen, ich bin Teil des Felsen. Das Haupt ist Christus und ich gehöre zum Leib Christi dazu und das Reich Gottes, wo ich ein Teil davon bin, wird dieses gesamte Weltsystem überwinden. Ich spreche aus, dass du das nimmst und dass du verstehst, wer du bist, welche Identität du hast. Du bist nicht irgendein kleiner, armer Sünder, der mühsam durchs Leben fällt und so gerade irgendwie die Kurve kriegt, um gerettet zu werden. Nein, du bist die Gerechtigkeit Christi. Du bist König, du bist Priester, du bist Prophet, du bist Gesandter an Christi Stadt. Ich bete, dass dir der Herr eine Offenbarung gibt, der Berufung und der Bestimmung, in der du bist, gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir leben. Dass du jemand bist, der anderen Menschen zum Segen sein soll, der andere Menschen zum Herrn führt, der vorwärts geht in Zeichen und Wundern, in Krafttaten, mit Heilung, mit Befreiung, einfach mit den Segnungen Gottes weiterzugeben für andere Menschen. Ich bete für jeden Einzelnen hier, dass er ein Verständnis dafür bekommt, wer er ist, Teil dieses Felsen zu sein. Daniel konnte nur davon träumen, Mose konnte es nicht empfangen, aber wir leben in dem, dass Christus für uns gestorben ist und wir in diesen Felsen, wie soll ich mal sagen, eingebettet sind. Wir gehören dazu. Wir sind es. Wir gehören zum Reich Gottes. Es ist fantastisch. Es ist wunderbar. Und ich bete, dass dieses Bewusstsein in dir ist, dass dieses Bewusstsein da ist und dass du ein Verständnis hast, wer du bist in Christus und dass der Herr dich gebraucht, große Dinge zu tun in den vor uns liegenden Jahren, die einfach, wo der Herr sagt, Deutschland wird verändert werden, Europa wird verändert werden, es wird eine gewaltige Bewegung kommen. Ja, das bete ich für jeden Einzelnen von uns. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Genial. Ja, ne? Hat mich wirklich ermutigt und hat mir wieder gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir das Gesamtzeugnis der Schrift sehen, uns danach ausstrecken und das erkennen, was für uns darin verborgen ist. Ja. Dass Dinge, die schon vor urlanger Zeit geschrieben wurden, für uns heute gilt, das ist für mich immer das Größte und Erstaunlichste. Und ich denke, das ist Gott.
Er lässt uns einfach wissen. Er lässt uns nicht als Unwissende zurück. Und er ist kein Gott, der nicht redet. Und ich wünsche dir und mir so sehr, uns allen, dass wir sein Reden hören, dass wir durch den Heiligen Geist die Offenbarung empfangen, dass wir das große Bild bekommen und dass wir uns nicht ängstlich zurückziehen, sondern in Kraft gestärkt werden. So, ich habe am Schluss jetzt noch diese kleine Übung mit uns vor. Wir haben das in den vergangenen Gottesdiensten schon öfter gemacht, dass wir das biblische Wort ganz persönlich für uns lesen, nämlich in dieser Ich-Form. Nicht, weil wir die Bibelworte verändern wollen, das möchte ich nochmal deutlich sagen, das dreht sich nicht darum, sondern es dreht sich darum, dass wir dieses biblische Wort in unsere Herzen und in unser Glaubensleben einpflanzen. So, und wer eine Bibel jetzt bei sich liegen hat, schlag doch bitte mal auf Epheser 3. Oha. Und wir fangen an bei Vers 14. Und dann musst du beim Lesen so ein kleines bisschen fix sein, schnell sein, dass du die Worte in Ich umformulieren kannst. Also das ist wirklich gehaltvoll, der Text. Ja, der ist sehr stark. Und ich lese oft diesen Text. Ich lese ihn mir so vor, wie soll ich sagen? Dass er für dich gilt. Ja, dass ich das glaube, was ich lese und dass ich es mir zuspreche und dass das in meinem Herzen tiefere Wurzeln schafft. So nicht nur als intellektuelles, ich lese jetzt mal ein Kapitel in der Bibel, sondern wirklich ich für mich. Das ist der Liebesbrief Gottes für mich. Und so lese ich ihn. I receive, genau. So, lass uns lesen ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Dass der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohne und ich in Liebe gewurzelt und gegründet bin, damit ich imstande bin, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Halleluja. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ich erfüllt werde zur ganzen Fülle Gottes. Yes. Dem aber, der über alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als ich erbitte oder erdenke, gemäß der Kraft, die in mir wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Also das ist doch hier genau, da steht's doch, ja. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, in mir, über die Maßen, als ich erbitte oder erdenke, gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Ja. Das musst du verstehen. Ja, Gott wirkt in dir. Amen. Durch seinen Geist, mit Kraft, mit Power. Paulus versucht das hier klar zu machen, dieses gleiche Thema. Welche Autorität haben wir? Welche Identität haben wir? Wer sind wir eigentlich in Christus? Ja, wir brauchen ein Verständnis dafür. Ja. Er sagt, wir müssen verstehen, Breite, Höhe, Tiefe, Länge, die also in quasi vier Dimensionen, die Fülle davon verstehen, weil da steckt so viel drin. Ja, und deshalb ist unser, Schlachtruf Aufruf. Immer, Gott hat mehr für dich. Ja. Du, das ist sowas von uns
hundertprozentige Überzeugung, dass du dich nach mehr von Gott ausstreckst. Wir haben das selber am eigenen Leib erlebt, wo wir in Gemeinden waren, wo es dann hieß, ja, mehr gibt es nicht oder es ist alles oder es wird verboten, sich nach mehr auszustrecken. Und ja, also egal. Ja, aber du musst einfach wissen, Gott hat mehr für dich. Du kannst mehr von ihm empfangen. Du kannst mehr Erkenntnis bekommen, wer er ist und wie es ist. Ja, und du brauchst nicht in der Felsenspalte zu stecken und der Herr hält seine Hand über dich, sondern du darfst, wie der Hebräerbrief sagt, hinzutreten mit aufgedecktem Angesicht zum Thron der Gnade. Amen. Direkt vor ihm, direkt zu ihm. Wir sind in einer komplett genialen, absolut genialen Situation. Da konnte im alten Bund, die konnten noch nicht mal davon träumen. Kein Jesaja und kein Daniel und kein David und kein Elia und kein Mose, ja. Was wir heute für eine Situation haben, was wir für ein Vorrecht haben, was der Herr uns schenkt. Ne? Yes. Und in all dem gehören wir zu diesem Felsen. In all dem ist diese Macht, diese Power, diese Kraft, diese Dynamis in uns wirkbar. Durch den Geist. Es ist eigentlich fantastisch. Es ist eigentlich begeisternd. Und wenn du dann siehst, wie die feindliche Propaganda gearbeitet hat und so viele Christen unter Bedrückung sind, niedergeschlagen sind, in Armut, in Schulden, in Bedrängnis, in Depression, in allen möglichen Sachen hängen. Hier ehrlich, wenn dich das betrifft, schick uns dein Gebetsanliegen. Wir stehen dafür ein. Schick uns die Not von, was weiß ich, deiner Familie, deinen Finanzen, deiner Beziehung, deinem Arbeitsplatz oder was auch immer es ist. Ja, deiner Ehe, keine Ahnung, was immer es ist. Schick es uns. Wir beten gerne dafür. Und wir werden nächstes Mal oder übernächstes Mal auch wieder richtig hier gemeinsam mit euch für die Anliegen beten. Es ist uns wichtig, weil wir absolut überzeugt sind, dass das Gebet Dinge verändern kann. Amen. Ja, wir wissen es, wir haben es selbst erlebt und wir haben auch sehr schöne Gebetserhörungen immer wieder gekriegt. Gerade heute hat uns jemand geschrieben, der hatte allergisches Asthma. Ja, der war bei unserer letzten Konferenz, wurde gebetet, seitdem weg. Komplett weg. Nichts. Ja. Keine Beschwerden mehr. Einfach weg. Ne? So, es ist also etwas, was der Herr für uns hat. Ja, es ist da. Wir müssen uns da nur andocken. Aber gleichzeitig wissen wir oder merken wir halt, dass in vielen christlichen Kreisen das so gering geachtet wird oder gar nicht drüber gesprochen wird. Dann schick uns einfach dein Anliegen. Ja? Wir beten da gerne dafür. Wir nehmen das sehr ernst. Und wir glauben, dass der Herr Dinge wirklich, wirklich, wirklich verändert. Weißt du, ich glaube, hier gucken Leute zu, die sagen, ich bin nicht in meiner Berufung. Ich empfinde, dass ich nicht da bin, wo ich eigentlich hin sollte. Ich glaube ja, dass der Herr mehr für mich hat, aber irgendwie weiß ich nicht, wie kann ich mich damit andocken, wie komme ich da hin? Ich stecke hier irgendwie in meiner Situation fest, vielleicht blöder Arbeitsplatz oder was auch immer, irgendwo festgefahren. Und ich will ja. Wir beten für sowas, wirklich, wir beten dafür. Ja, wir glauben, der Herr hat eine Berufung und eine Bestimmung für alle von uns und es ist zwingend notwendig, dass wir da hineinkommen, denn das ist das, was er will und was er braucht, unbedingt, damit das Reich Gottes wächst und vorwärts geht. Ja, er braucht uns als seine Kämpfer, seine Kinder, seine Leute. Wir müssen Botschafter, Könige, Priester, Propheten, wir müssen zur Verfügung stehen. Da ist die feindliche Propaganda sehr erfolgreich gewesen, aber es ist Zeit, dass wir dem Ding den Garaus machen. Es ist Zeit, dass wir der Stimme des Feindes, die auf uns einredet und uns erklärt, dass wir kleine, arme Sünder sind, die gerade so eben auf dem Existenzminimum leben müssen, mit Krankheit und mit Schulden. Es ist nicht so. Ja, es geht Gott darum, dass wir in Freiheit vorwärts gehen können, anderen zum Segen sein können. Ich sage nicht Wohlstand. Das ist nicht mein Thema. Ich sage, wir sollen frei sein, Reich Gottes bauen zu können. Ja, wir sollen frei sein, vorwärts gehen zu können, um für andere Menschen Segen sein zu können und Menschen zu Christus zu führen. Das ist doch unser Job. Ja. Die Missionsbefehle sprechen doch so deutlich davon. Aber nicht nur mit Worten, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja, in Erweisung von Zeichen und Wundern, in Erweisung von Dämonenaustreibung und von Krankenheilung. Und jetzt pass auf, jetzt sage ich dir was Schönes. Wir haben etwas vor. Wir werden noch in diesem Jahr im Herbst eine Konferenz planen. Ja, der Termin ist, müssen wir abstimmen noch, aber es sieht gut aus. Und wir haben hier bei uns, wenn du noch nicht bei uns gewesen bist, eine super, super Halle, absolut genial dafür geeignet. Und wir haben da schon mehrere super coole Konferenzen gehabt. Und für dieses Jahr hat der Herr uns etwas aufs Herz gelegt, dass wir noch was machen sollen. Wir hatten schon eine im März.
Und jetzt vor dem Lockdown hatten wir eine Konferenz ja. und wir beten, dass nach dem Lockdown wir wieder ja. in eine prophetische, geistgeleitete, aber wortgegründete ja. Befreiungs-, Heilungs- und Wiederherstellungskonferenz ja. gehen werden. Ja, Lobpreis, das stimmt wirklich. Befreiung, und dass im Heilung, Lobpreis Heilung und Wiederherstellung schon passiert. Sehr prophetischer Lobpreis, kämpferischer Lobpreis, wie auch immer. Aber wir glauben wirklich, dass der Herr diesen Zeitpunkt gesetzt hat. Wir sind da noch im Gespräch mit den Planungen. Aber ja. Das so, kommunizieren wir über unsere Webseite, ja. auch den Freundesbrief. Genau. Aber werden wir auch hier in dem Livestream natürlich sagen, ja. In diesem Herbst. Und es geht echt um Freiheit, um auch prophetisches Reden, um auch beispielsweise in diese Berufung hineinzufinden. Ja. Das ist wirklich wichtig für diese jetzige Zeit, in der wir stecken. Amen. Amen. Okay. Gut. Hast du einen Abschlusssegen? Eigentlich bin ich durch. Gut, also dann wollen wir noch für euch beten zum Abschluss. Einfach, dass ihr gesegnet durch dieses geniale Pfingstfest geht, ja, und wirklich vom Herrn was empfangt und eine super Woche habt. Genau. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für die Verkündigung deines Wortes. Und wir setzen jetzt jeden, der hier zugehört hat, der auch später noch hier zuhört, wir stellen ihn unter deinen persönlichen Schutz. Wir sagen, dein Schirm bedeckt ihn. Und wir sagen, dieses Pfingstfest soll eine wirkliche, geistgeleitete, geisterfüllte Zeit sein mit dir. Amen. Wo du zu den Herzen sprichst, wo du Dinge öffnest, wo du Dinge wiederherstellst, wo Heilungen und Öffnungen da sind für Dinge, die schon so lange stagnieren. Wir glauben, dass an diesem Pfingstfest es zu Durchbrüchen kommt und dass Menschen gerettet und wiederhergestellt werden. Ja. Geheilt Amen. Yes. und gesegnet. Wir wünschen euch ein geisterfülltes Pfingstfest. Geisterfüllt. 2020. Amen. In dieser besonderen Amen. Zeit. Halleluja. Gott mit euch. Jawohl. Alles Seid Gute. Seid gesegnet. Bis nächste Woche. Yes.